wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und willkommen bei Max Beatshop. So, wollen wir mal ein bisschen nochmal hier richten hier. Heute Abend werden Waschbecken nicht schlecht oder irgendwie sowas, um mal die Haare zu waschen. Den Rest habe ich schon gewaschen, aber Haare waschen kannst du ja unterwegs nicht. Jetzt, wenn du kein fließend Wasser hast, das fehlt mir hier, ne? Der Abend gestern war noch sehr entspannt, mit dem Video hat auch geendet. Ich habe die Nacht ziemlich gut geschlafen, muss ich sagen. Also das Bett ist gar nicht mal so scheiße, obwohl eine Matratze auf dem Brett ist. Kann ich ja eigentlich ganz gut drin pennen. Temperatur war über Nacht hier im Camper bei Standheizung, habe ich ja durchlaufen lassen, trotz der leeren Batterie, aber ich kann die ja trennen und ich weiß, ich bin heute bei Dustin, ich kann da ja laden. Schlafzufall 1, 15 Grad. Das ist ja okay, oder? 15 Grad, die Bude hier. Ich meine, ich konnte jetzt auch 20 Grad hochheizen, macht aber keinen Sinn. Wetter scheint draußen ein bisschen abgeklingt zu haben. Mal gucken, wie warm ist das hier? Warte, ich muss am Handy mal spiegeln, wenn ich irgendwie weiß, wie schlimm ich aussehe. Warte. Wir haben jetzt in Bützow, wo ich jetzt bin, immer noch minus 3 Grad. Sagen sie wenigstens. Fühlt sich aber nicht so an. Auf jeden Fall noch nicht richtig draußen. Ich habe gerade nur mein Waschwasser rausgekippt. Mein Spüliwasser da, oder was ist? Mein Shampoo-Wasser. Ja, beginnen wir den Tag. Also heute geht's zu hier Ricardo und Dustin. Zwei gute Freunde von mir. Die kennt ihr auch von den ganzen Videos. Von Anklam und so. Hier Dustin zum Beispiel hat mir ja damals geholfen, wo ich ihn hier mit meinem Kübel in Anklam war, das Ding wieder zusammen zu flicken, dass ich bei der Rallye da mitfahren kann. Und naja, letztendlich müssen wir da heute auch nochmal bei dem Robo bei den Keilriemen nachspannen. Weil der Keilriemen vom Robo, der hat auf jeden Fall nicht genug Spannung und deswegen lädt die Lichtmaschine nicht richtig. Ja, also das ist scheiße. Ich glaube, wenn du tagsüber ohne Licht fährst, dann dreht das gerade noch so schnell, dass man gerade so laden kann. Und wenn du nachts fährst halt mit Scheibenwischer an und so, dann hält sich so bei null. Also ich will sagen, ein bisschen laden tut das, aber der rutscht auf jeden Fall durch. Ich hatte das gestern Abend noch probiert, hat mir auch vor den Kopf eingehauen und danach mein Knie. Naja, ich habe kein Licht angemacht, bin einfach unter einen LKW gesprungen, selber schuld. Und da habe ich das gesehen. Das heißt, wir müssen den Riemen nachspannen und wenn wir Glück haben sogar, vielleicht die Jungs haben mal Connections in der ganzen Ostauto-Szene, vielleicht kann man nochmal so einen Keilriemen auftreiben hier in der Gegend. Wäre cool. Sind ja sogar zwei Keilriemen auf einer Riemenscheibe. Aber wir sehen es dann, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal Frühstück angesagt. Ich war ja gestern einkaufen. Ich habe mir einen Löffel gekauft. Hier, da war der. Ja. Nagelneuen Löffel. Mit Kleberresten unten dran. Der beste. Ja, und aus dem Löffel will ich gleich Müsli löffeln. Ich habe mir auch Milch geholt. Geil, ne? Jetzt das Müsli vom letzten Sommer, können wir es endlich wegfressen. Das ist der Plan. Dann gehe ich eine Runde Piesel. Müll wegschmeißen kann ich hier, glaube ich, nicht. Das ist ein Altglascontainer. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir unseren Müll loswerden, weil mein Mülleimer ist randvoll. Da ist alles Mögliche drin. Ja, und dann geht die Reise weiter, ne? Ich glaube, noch 30 Kilometer bis zu Güstrow. Von Güstrow, oder wie es hier heißt. Ich war hier noch nie, ne? Also dem Ort hier. Aber der Stellplatz war ganz okay. Ich habe alle in Ruhe gelassen, haben mal so welche angehalten mit dem Auto hier, haben geguckt, was ist das für ein LKW, sind dann weitergefahren. Ich habe die ganze Nacht ja mal alles im Blick hier. Du kannst mal jeden hören, hier ist ein Schotterplatz und es ist mega laut von hier langfahren, das hörst du, ne? Dann wirst du wach und guckst einmal. Aber sonst, ich kann mich nicht beklagen. Ich brauche noch mal eine Brille, Alter. Und dann bin ich wieder im Dienst. Hier, guck, zack. Oh, die ist beschlagen. Ja, okay, das ist nicht so gut. Oh, die ist dreckig. Gut, komm, Müsli-Zeit. Mal würde ich mir jetzt so einen Muckelfuchs machen oder Latte Macchiato oder sowas. Und da brauche ich gar nicht. Ich bin ja gleich bei meinen Jungs. Die werden sicherlich sowas haben. Der, voll geil, ne? Der Schnorrer ist da, Mann. Naja, auf jeden Fall, so ist mein Plan. Ich will irgendwo einen Kaffee kriegen. Na, sonst mal gucken. Ist noch vom Sommer. Ist immer noch am Kratzen wie vorher. Na, ich Bescheid. Du hast Frühstück. So, Transportsicherung ist gemacht. Ist wieder alles so, dass ich es losfahren kann. Ne? So geht das. Dann würde ich mal sagen, dann gucken wir mal, ob wir den hier Robo an Schnuren kriegen. Wa? Büso, darf ich vorstellen? Romantischer Stellplatz, ne? Obwohl, ich finde es eigentlich ganz cool hier. Aber viel los hier heute Nacht. Das haben wir gerade schon gesagt, ne? So, ja, Robo lebt auch noch. Das sieht witzig aus. Was ist das denn für eine Konstruktion? Wer ist er denn?
Es gab da. Junge. Ah ne, da ist ein Unterlegkeil. Der geht noch. Ich muss nachher noch meine Arbeit schon noch mal tauschen. Die jetzigen irgendwie. Ich habe ein bisschen Schmerzen an der rechten Ferse. Schmerzen. Die liegt doch in der Schuhe. Und ich habe bessere Schuhe da. Ich habe auch die blauen Arbeitsschuhe dabei. Ich bin einzig bei ein paar Schuhe gekauft. Beklappt, aber das ist wirklich so. Hier. Nicht schwimmen. Ah, warum das denn nicht? Aber die haben auch Hochwasser hier. Ne? Guck mal, wie hoch der Stand ist von dem. Was ist das? Hier ist der Fluss. Wenn das Bützow ist? Die Bütze? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall da vorne schon der Robo. Guck. Ist eigentlich ganz geil hier. Ich hab mal gewusst, wo man hier runterfahren kann, Alter. Hätte ich mich irgendwo hier hinten hingestellt. In diesem Wald hier. Das ist ja echt geil hier. Das ist ja echt schön. Schöne Ecke. Ich laufe noch 2 Meter. Mal gucken. Hab das schon gesagt, ich fahre so in 10 Minuten, aber das geht los. Je nachdem, wie es klappt. Aber ich guck mir erstmal auch ein bisschen die Büste an, oder was das hier ist. Was war denn hier los? Guck mal. Hä? Muss doch irgendwas von da nach da geschliffen worden sein oder andersrum. Haben wir hier Krokodile oder was? Der wäre gewesen, ich schwöre euch. Genau mein Stehplatz. Wie geil wäre der gewesen. Ist alles Schotter. Ja, das ist Schotterboden. Alter, wäre das geil gewesen. Obwohl nicht mehr. Da ist Schotterboden. Das wäre ein schöner Stellplatz gewesen. So morgens guckst du so auf den Fluss hier raus oder Kanal. Ich glaube, das ist ein Kanal. Ich glaube, der ist nur, sieht nur aus wie ein Fluss, weil er so sehr ausufert, weil er halt, ja, weil es so viel geregnet hat, ne? Diese Schneekatastrophe und Flugkatastrophe, was die Medien momentan halt so draus machen, so, ne? Das Ding halt so, die ganzen Katastrophen. Perfekt, das dann setzen wir mal Kaffee auf. Das heißt, wir müssen nur gucken, ob wir jetzt den Elbow irgendwie ankriegen. Hauptsache die Batterie macht mit. Aber ich habe die Batterien extra getrennt. Ich habe nur mit der Campingbatterie gewohnt gestern Nacht. Also denke ich mal, dass er noch anspringen wird, der Bock. Aber da hänge ich tatsächlich mal ein Ladegerät dran, wenn ich bei das denn bin. Und da müssen wir auch gleich mal gucken, ob man nicht mit wie man nachsparen kann. Aber nicht jetzt, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir ein bisschen mal von der Gegend sehen, weißt du? Weil die Karre läuft ja sonst. Und ein bisschen laden tut er ja auch. Nur nicht so mega gut. Das merkst du halt daran, weil dieser scheiß Keilriemen so lange braucht. Also diese scheiß Ladelampe halt so mega lange braucht, bis sie eben mal ausgeht. Wenn der Riemen immer so eine gleichmäßige Drehzahl erreicht hat. Also ich könnte jetzt auch Öl gucken. Aber das mache ich glaube ich auch erst, wenn ich bei das denn bin. Ich meine, da bin ich ja an der Quelle. Da gibt es Teile, da gibt es Werkzeug. Da kann man alles machen, ne? So, gucken wir mal, ob wir hier auch wieder wegkommen. Jetzt habe ich genug von dem Ort gesehen. Möglichst wenig Schnee in die Karre reinschleppen. Weil viel Schnee ist scheiße im LKW. Aber bisher hat er erstaunlich gut durchgehalten, wenn man so zu sagen. Eine gute Arbeit gemacht. Was hat die Batterie? Hier, ey, die ist halb voll, die Campingbatterie. Guck. Alter, der hat so gut wie keinen Strom verbraucht. Ich schalte die mal eben zusammen. So, jetzt sind sie verbunden miteinander. Tank, Vierteltank, das ist okay. So, jetzt geht das Glühen los. Das große Glühen. Versuch 1. Bisschen Glühen noch. Versuch 2 hat meistens immer der Anlass. Aber guck mal, was jetzt passiert. Okay. Mein Ding, der zeigt übrigens 11,4 Volt an, wenn ich am Glühen bin. Das heißt, dass die Verbindung zwischen beiden Batterien funktioniert. So, einer noch, dann kommt der.
Kühlung ist da. Zwischenblühen. Manche sagen, oh, so ein scheiße Stadion, der Kommentare jetzt, kommen wir neue Glückherzen rein und sowas. Ist alles schon beim Vorsitzer geschehen. Das ist halt ein alter Robo, weißt du? Da machst du halt keine S-Klasse raus. Das ist leider Militär-LKW, willst du erwarten? Weißt du, so, wir reiten dann mal los. Die Maschinenwagenleute nimmt, wenn ich Gas gebe, die Gas gibt jetzt aus. Aber der ist schon mal auf dem richtigen Weg. Jetzt kriegen wir da gleich immer die Fahne. Überhaupt nicht verwirrend, diese Umleitung. Überhaupt nicht verwirrend. Alle Pfeile in die andere Richtung. Kein richtiges Schild. Alter Schwede. Und das meine ich. Ich bin hier Lied aktuell nicht. Und das Ding zeigt an. 13,8 Volt. Als ob das hier Solarpanel gerade 13,8 Volt liefert. Das ist ganz komisch. Ich glaube, wenn das Ding nichts anzeigt, also ganz wenig anzeigt, liegt das Teil. Aber wenn das Ding ganz viel anzeigt, dann liegt das Teil nicht. Kann mir sich das anders vorstellen sonst. Das schaffen wir in einem Video, glaube ich nicht. Aber Ricardo kommt, das war ja mal seiner. Hier, der DDR-Schraubplatz. Hier waren wir schon mal gewesen. Da hinten in der Ecke stand mal so ein Ford Taunus, den ich haben wollte. Der war aber dann nix und dann wurde es ein Kackburg. Von dir kam der Kackburg. Zwei Wochen später hat den Taunus ein Pole geholt. Das siehst du? Und der hat ihn bis heute auch nicht fertig. Ja. Das weiß ich nicht. Ja, das ist unbekanntes Verschwinden. Ja. Schwindibus. Dann machen wir separat das Video von. Jetzt geht es erstmal weiter. Jetzt fahren wir erstmal. Matz? Wie heißt der Ort? Zum Matz. Matz, ja, ne? Ja. Das ist ein Ortsname, Mühlen, ne? Nee, Mühlengeetz ist das, aber Matz. Das ist Matz-Gelände. Okay.
Da müssen wir wissen, da ist dieser Flohmarkt-Dings. Das geht mir nicht aus dem Kopf, weil ich brauche noch ein bisschen Kleinkram von meiner Gurke da. Aber wer weiß, hier finden wir noch ein bisschen hier ein paar NVA-Handtücher und so einen Scheiß. Ich wollte gerade sagen, er hat sich einen neuen Scheinwerfer gefunden. Ein Lader fährst du nicht im Winter, ne? Nee, der steht drin. Den würde ich auch immer. Den sehen wir nachher. Und sonst machst du nämlich, dann hast du mich plötzlich zwei Laders. Genau. Oder drei, je nachdem. Nee, die Haltentour, die machen wir nachher. Aber wir haben schon so einige Ideen tatsächlich. Also ich habe mir hier auch nochmal hier so ein bisschen Geschichte spezial. Also Geschichte heißt nachher Wende, wo die alles weggeschmissen haben. Das finde ich noch wild. Genau. Das kennt sich immer hier aus. Der Punkt, die Orte waren schon vorher da. Ja. Aber nach der Wende ist halt da was gelandet, was da nicht landen sollte. Genau. Das Ding ist halt, ich wollte ja immer schon mal hierher. Ne? Ich habe nur die Zeit nie gehabt. Guck mal, jetzt habe ich Zeit. Mit dem Ding habe ich immer Zeit. Deswegen. Der passt auch gut hin. Ja, das fällt auch gar nicht auf. Ne? Wie gesagt, ich hole gleich einen Stapler, dann kommt er noch mit drauf. Und dann ja, passt das schon. Aber sonst so, Robofarmer muss sich ran gewöhnen. Ne? Keilriemen-Nachspann ist, glaube ich, auch nicht so eine. Ich glaube, da spannt über Lichtmaschine bei dem Ding. Ja, glaube ich auch. Also das ist nicht, habe ich noch nicht so viel geschraubt. Ja, aber war neues. Das kann nicht so kompliziert sein, glaube ich nicht. Deswegen, aber Solaranlage funktioniert. Dieses 30 Watt Solarpendel. Das ist kein Ding da. Ja. Alter, das macht schon was aus, wenn die, wenn die ganze Nacht über die Standheizung 15 Watt zieht, wenn die läuft, ne? Und das lädt 30 Watt nach. Ist auch okay, kann man nicht meckern. Aber wenn es auch nur 20 Watt oder 10 Watt nachlädt. Du, was machst du da? Obwohl, Fernsehen gucken. Ich wollte gerade sagen, was machst du? Oh, ich hab gestern noch 2 Stunden gezockt. Die Batterie ist noch voll. Beyond Good and Evil, habe ich noch nie gespielt, haben immer gemacht, das ist ein guter Spiel. Bin noch nicht so ganz warm geworden damit, aber ich bemühe mich noch wieder rein zu zocken. Ja, schon geil. Na komm, das wir müssen reiten bei Escort. Genau. Reiten bei Westblech. Westblech, ja. Na, Ford, ne, für Aussies reicht. Ja. Aber Gasanlage. Alter, ich letztes Mal meinen Escort gesehen. Also jetzt so mal so ein freier Wildbahn, auch ausgestorben, ne? Komplett. So mal so nebenbei bemerkt. Ist auch schon ein Oldtimer. Gut, würde ich mal sagen, gehen wir auf Reisen. Oha! Beste Batterie. Kettenmotor. Batterie hat Bock. Hab ich gemerkt. So, hier Vita Cola drin, ist klar. Ja, muss auch laufen. Ist die, glaube ich, sogar noch von dir. Kann sein, Mann! Ja. Das ist die von mir. Das ist die auch. Ich glaube, man hatte die mitgenommen. Das ist eine Woche her, Alter. Komm, das kommt hin. Das kommt wirklich hin. Das ist auch geil. Der ist geil. Der Wartburg 1-3. Oh nee, schon wieder ein Kackburg. Der Rote hat TÜV und H-Zulassung. Ach du Scheiße. Der Besitzer ist gestorben. Und für die... Aber ist das ein Ding, Alter? Guck mal, du hast hier, ist ein Ostfrau-Platz hier. Weißt du, guck mal, hast du hier direkt nebenan Black Tiger Classic Cars. Aber die heißen jetzt Golden Classic Cars. Die sind so Gold geworden. Der genau. Schwarze Tiger hat keinen Bock mehr. Ja, da steht noch ein Barkas. Oh. Der steht sogar zum Verkauf tatsächlich. Was für ein Preis? Barkas brauche ich noch. Lass mich lügen, 5 Steine glaube ich jetzt. Ja, okay, dann bin ich raus. Ja, der hat aber. Ich bin in einem anderen Barkas auch noch hinterher, aber ist auch nichts geworden. Hier, guck mal, der hat Schneeketten schon hinten dran hängen. Der weiß genau, was Phase ist. Ja, der ist Hochzeit, da fehlen nur die Dosen. Ja. So, sind wir so ein Trödelladen hier. Das ist eigentlich ganz cool. Der Flohmarkt, der richtige Flohmarkt ist das nicht. Das ist ein Trödelhändler. Aber ist ja egal, die haben auch genug Kunst. Also das ist eine Flohmarkthalle, hier ist ein Sonderflohmarkt oder fast jeden Sonderflohmarkt. Ja. Und halt Händler kommen auch hier. Hier BG war auch gerade da. Fluchtweg oben gekennzeichnet. Ja. Guck mal, oben die Dinger fehlen. Mit Kabel wieder zusammengehalten. Das ist cool. Aber bei Heiz ist das irgendwie so ein bisschen. Hier hinten nicht, aber vorne schon. Schon wild. Mahlzeit. Das ist schon mal hier, CD, DVDs müssen wir mal gucken. DVDs sind gut, weil ich habe nämlich keine, wenn meine Käfig voller Heldenbox, die ich mal geholt habe. Oh, Spiele, Alter. Nee, 24. Das gucke ich mir nicht an. Kennst du das noch? Ja. Alter, gibt's gar nicht eins. Ich glaube, die Box geht 24 Stunden. Wie Kong 2. Alter. Die Box geht 24 Stunden. Was ist das denn? Das Sandmännchen. Ja, Alter, das ist aber original Sandmännchen noch. Guck mal hier. Guck dir die Aufnahme. Nee, BMG ist nicht. GEMA ist auch nicht. Das ist keine Ausfahre. Guck mal, Rotkäppchen. Alter, guck mal die Halle hier vorne an. Alter, ja. Guck mal, wie schimmelig die ist. Guck mal deswegen unten. Wird er wahrscheinlich auch guck mal, der Schwarzschimmel da. Ja. Siehst du das? Ach du Scheiße. Aber die Halle wäre geil, Alter. Ich hoffe, du hättest so ein Ding. Na, Hallen ist so ein Schrauben. Guck mal den Boden an. Die kannst eine geile Bühne verankern. Hallen ist langsam schwierig. Hallen werden immer bei uns auch. Mega schwer. Mhm. Gut, ich bin mal im DVDs luhen. Das Zeug schockt schon, ne? Das Zeug schockt echt schon. Die ist auch cool. Aber wenn ich die jetzt mitnehme, dann kann ich ja nicht mit meiner Karre wohnen. Ich glaube, die kriege ich nicht mal im Escort. Und die wollen auch einen Haufen Geld dafür haben. Werde ich mit dir, das kostet richtig Kohle. Auf dem Dach zu sehen, und schon.
Ist das eine Farce oder was hier? Veritas. Das muss eine Schreibmaschine sein, daneben so eine hübsche alte antike Sitzbank. Wäre schon cool, ja. Daneben ist das nur 25 Euro. Boah, du, überleg mal, mittlerweile, ne? Aber die Zeiten haben sich ja geändert. Aber die Halle ist ganz schön krass hier. Guck mal, aber siehst du hier so eine, das ist so eine 80er Jahre, 70er Jahre Fertigbauhalle hier. Siehst du das? Guck mal, überall ist nass, überall kommt Wasser rein. Und der Teppich hier, Alter, den hat mein Vater gehabt. In der 90er, in der Bude. Du kannst schön Autos reinstellen. Alter, die Halle war Hammer. Die Kamera hat das als Kleinkind erkannt. Die ist geil und die ist auch geiler. Guck mal, die Schommersjacke. Die schockt. Nasenfahrrad. Oh, Motorrad. Echtes Nasenfahrrad. Junge, Alter. Sind übrigens gerade schon durchgelaufen. Ich habe ein Handtuch gefunden, oder drei Handtücher. Und ein bisschen Geraffel. Du kannst eine Rolle Scheißertoppe kaufen. Was ist das, 20? 20 und sexy, das kann eng werden bei mir. Nimmst ein paar Rollen mehr. Willkommen im Club der alten Schachteln. Das ist der Adapter. Ich finde diese Jacke geil. Ich glaube, die hole ich mir. Die Schoppersjacke. Und dann gehe ich nachher zu diesen anderen Typen dahin, der diese Aufbügeldinger verkaufen und noch ein paar Dinger dafür. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Und ich finde diesen Tank irgendwie geil. Ich finde ihn geil. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber irgendwie ist der cool. Wenn du ihn einzeln kriegst, ist die Frage. Ja, die Standheizung will ich nicht haben. Die ist 100 Pro am Arsch. Ich denke mal, das ist ein ganzes Set. Ich glaube, Benzinstandheizung ist das. Ich glaube, die verkaufen das trotzdem auch einzeln, weil ich glaube, das kauft eh keiner sonst. Hier, Schlittschuhe, die brauchen wir für den Rückweg. Ja. Und Parkplatz hier. Definitiv. Alter, ich muss fragen, was die Jacke kostet. Die will ich wohl haben. Die schockt irgendwie. Ich habe noch Ricardo eingesammelt. Gerade Kaffee gesoffen, seine Autos angeguckt. Ich habe die nicht gefilmt, bin vergessen. Ich hätte machen sollen. Beim nächsten Mal. Der Escort ist aber geil, ja. Den feiere ich. Er hat einen Escort, der ist wirklich wie neu, so einen blauen Escort. Zweier Escort. Ja, Zweier Escort, ja, drei Türe. So, jetzt müssen wir ein bisschen staffeln. Jetzt haben wir einen von den Plätzen von den Jungs an. Den Hauptschrottplatz in separates Video. Da bauen wir noch mit ein jetzt. Jetzt fahren wir, was ist das überhaupt, ein Außenlager? Was ist Außenlager. Das? Außenlager für die Trabis, die sich noch lohnt zu retten. Genau, das andere ist halt das Außenlager, wo die Trabis sind, die sich nicht lohnt zu retten. Hier fehlt ja noch eine Gurke bei dir, weißt du das schon? Da gucken wir mal nach. Oh, guck mal, ein Grieche. Akropolis, die heißen irgendwie alle so. Genau, das war früher die Stasi-Zentrale. Ja. Echt? Also mit Zu gehörte dazu. Ja. Dem ist das Haus des Handwerks und da wurde halt dieser Typ da erschossen von so Betrunkenen. Vor dem Haus hier rechts wurde der Stein. Sieht auch so ein bisschen so aus, ne, wenn man so guckt. Da ist noch der Gedenkstein. Jetzt ist da ein Grieche drin, aber schon lange drin, guck mal, ist das Schild? Ja, ja. Der ist schon eine Weile, ja. Der ist schon lange genug. Stasi-Zentrale in Kombination mit Griechen. Läuft. Ich habe mir diesen einen Besoffenen, hast du ja erzählt. Hier, Volkssolidarität. Ja. Dann geht's weiter. Mhm. Pflegeheim. Ja. Friedhof. Geil. Friedhof direkt daneben. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ein geiler Name. Volkssolidarität. Ja, das ist so ein Pfleger und daneben ist der Friedhof. Also Alter, wie wild. Ja. Wie wild, Mann. Also wenn hier vorbeischieben, so einfach nur rüber. Ich finde den Namen wild. Bei uns heißen die irgendwie Pflegebutler oder sowas, ja. Weißt du? Oder Pflegeheim, schlag mich tot. Aber auch nicht sowas, das ist ja geil. Das ist so ein gängiger Name. Das ist ungefähr so noch hier, ja. komm rein in Erichs Schoß. Ja. Ah, wie geil. Junge, ist das wild. Volkssolidarität. Karin-Auge-Bestattung, das passt auch ganz gut. Das haben wir letztes Jahr hier hingezimmert, die Kirche. Das sieht man. Daran sieht man, da gehen die Kirchensteuern unter. Ihr alte Speicher und der Grund, warum Denkmalschutz nicht immer Sinn macht. Da stehen die Dinger rum und Gammel, weil die keiner abreißen kann. Kann man doch ausbauen. Ja, ich glaube, die wollten mal Wohnungen. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber da musst du ja für jedes Loch, was du in die Wand donnerst, brauchst du ja nur mit Genehmigung. Außer die Stadt macht das selber, die machen dann, was sie wollen. Hey, wer ist er denn? Honlafred, guck mal, ja, Junge! Schön, oh, Junge, wer ist das denn? Den würde ich gerne mal anhalten, da ist noch lange nichts eingetragen. Wir trinken sowas ein. Das war wild. Ach du Scheiße. Alter, und ich dachte, ich hab vier Scheiße. Ach du Scheiße. Alter, warum? Keine Spende. Das sind Teilträger allerdings. Ja, da hinten, was auf dem Dach liegt. Oh. Hier links. Oh, Rekord, oder nicht? Ja. Naja, Serie-Rekord. Serie-Rekord auf dem Dach. Sowas von Tote.
Alter, das war, wo ich hier. Wie lange ist das her, wo ich letztes Mal hier war? Ich auch Kamera mitgehabt. Ist schon ein bisschen her. Der Wartburg ist geil, so tiefer gelegt. Ja. Der 1,3er. Der ist schön 1,3. Im Gewicht des Schnees wahrscheinlich. Der ist tatsächlich von der Karosse auch noch geil. Noch. Ich hab selber auch noch zwei 1,3er stehen. Ja. Einer hatte noch ein Jahr TÜV. Ja, einen hatte ich letztes getauscht. Der ist geil, weil er so tief ist. Finde ich gut. Fahrwerkshock. Geil. Der Staubburg. Schneeburg. Dann nimmst du Serie, gehört zwei Federn. Ja. Alter, das schockt. Das ist eine ganz geile Idee. Das kannst du auch so eintragen lassen, glaube ich. Muss nur Serie, gehört zwei Federn haben. Ey, das ist wild. Das ist eine gute Idee. Das muss ich mir merken. Ich habe nur einen, den ich auf den Boden legen muss. Oliv früh mit Frontschaden. Der beste. Oh, hier war ich schon mal. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern. Da habe ich noch dieses Ding hier von innen bewundert. Der Inhalt hat sich jetzt geändert. Ich gehe erstmal mal die Schrottreihe ablaufen. Bin live wieder bei euch. Weil die guten Autos sind wahrscheinlich da drin, so wie ich dich kenne. Ach du Scheiße, hier Rekord C. Alter, das hat mal einer angefangen zu restaurieren, die Kiste. Mal, sieht's aus, Brot. Hat er gut restauriert. Ach du Scheiße, Alter, das ist hier Rekord. Einer Ford, das ist alles Schrott, denke ich mal. Das ist auch Schrott. Scheiße, wenn ich mal in der Nähe hier wohnen würde, bei Ricardo kann man sicherlich der eine oder andere Gurke schieben. Also jetzt auch machbare Gurken. Oha, Polo mit offener Tür. Oh, besser so. Du Scheiße, Alter. Krass. Das ist wie so ein kleiner Schrottplatz, ne? Nur halt ein bisschen anders. Der Peugeot, nee, ist das ein Peugeot 2106 oder ein Saxo? Der Schnee versaut ein bisschen, ne? Das Bild. Ne? Das hätten wir uns ja auch besser angucken können. Das ist ein bisschen Nachteil. Fiesta. Ist das da? Mondeo, glaube ich. In Rot. Naja, gut, das ist jetzt die Obergurkenecke. Jetzt wollen wir mal, die Jungs haben wir rettbare Autos. Das ist immer schlecht für einen Typen wie mich, weil ich habe immer so, dann sehe ich so, die kann ich ja auch retten. Der Wartburg zum Beispiel, die finde ich schon mal sehr geil, Alter. Mit dem Golf 2 fragen, das merke ich mir auf jeden Fall mal, den Tipp. Ach guck, ach nee, hier, guck mal, das ist doch ein Gamma, oder nicht? Du kannst doch kein, nee, ein Beta ist das, kannst doch nicht in Schnee legen, die sind voll teuer. Kriegst du doch 40 Euro für mittlerweile oder sowas. Ja, genug. Kohle ist auch kein Problem, kriegst du im Internet. Echt sind wir die Halle? Ja, jetzt kommt wieder. Das war letztes. Wer ist der denn hier? Der ist auch wild. Das ist auch ein Ach du Scheiß. Oh hier, guck mal, da haben sie mal angefangen, mal Face zu machen. Ja. Auch ein geiles Mauerwerk, Alter. Schönes Ding eigentlich. Ach du Scheiße. Das sollte die Moschee werden. Ach du Scheiße. Sollte, ist auch nicht geworden. Ist nicht genehmigt. Aber die haben schon mal angefangen. Die haben schon mal angefangen und dann hat sie geklappt. Ja. Ist eine geile Moschee, Alter. Nicht mal ein Dach. Nee. Nee. Aber Hauptsache das Gerüst aufstellen. Sieht schon mal nach Arbeit aus. Nee. Hier, die Ibiza ist nicht schlecht hier. Ja, der geht, ne? Aber leider ein bisschen im Arsch. Ja. Schade, das Auto ist noch nicht verkehrt sonst. Nee, ich baue jetzt schon schnell. Deswegen. Das ist auch wieder was. Bei dem Autohandel geht sowas immer gut. Ja, der. Ja, du. Lohnt sich nicht hinzumachen, sind wirtschaftlich erhalten, ne? Ach du Scheiße, und überall Kissen und fast alles fort. Und ein Fokus ist schlimmer als der andere. Ja. Du kennst die Dinger doch selber. Warum kaufst du dir sowas? Du weißt doch, der Fokus ist doch, guck mal, wenn du den jetzt ein halben Jahr im Garten stellst, kannst du so einen Fokus, dass die Hinterachse weg. Die meisten sind von meinem Schweinebauern. Ausrangierte Kisten. Ach, die hat er vorher geritten, meinst du? Genau. Dann hat er einen neuen geholt. Geritten und dann. Auch effizient. Nur noch Ersatzteilspende. Bei den Dingern ist nicht immer das Gleiche, ne? Immer das Gleiche. Hinten Endspitzen, wie er hier. Das war was da. Guck mal hier. Das ist eigentlich unüblich. Ja, wo gucken, doch. Gerade die Ecke, doch. Doch, die sind auch immer durch vorne. Das stimmt, da. Ja, hat er auch, ja. Wir können ja mal gucken. Der hat's nicht. Der hat keine Kotflügel mehr, der hat so wie. Ach so, okay, das ist eine andere Liga. Was ist denn das für ein Motor? Golf 4, welcher ist da drin? Oh, 1,6er zerlegt, der Gute, wenn man den so kennt.
Ja, und der Sachen, das ist übrigens auch Außenlager hier. Auch Außenlager. Jeder hatte mal irgendwo ein Außenlager. Ja. Das ist der Kredit, das ist der Kram, für den man sich dann sozusagen jemand immer irgendwo hinstellt. Genau. Und darüber redet einfach keiner. Genau. Stehen steht über woanders. Genau. Verrückt, Alter. Wahrscheinlich die ganzen guten Dinger schon alles drin trocken, ne? Genau. So. Richtig geil. Das Nutzmobil. Ja. Ja, der ist aber auch nicht schlecht für eine Substanz hier. Der geht. Der geht auch noch. Geschweißt werden, aber das ist für mich aber wieder zu viel Arbeit. Nee, für dich ja auch. Ne? Das sind so eine Projekte, wenn du nichts anderes hast. Genau, genau, ja. Der ist geil, die Stoßstange ist schon mal das geil. Als Baujahr mit Brief, mit Papiere. Jo. Geile Antenne. Relativ komplett. Ich finde den pinken recht sexy. Den finde ich gut hier. Den können wir noch gebrauchen. Ja. Ah, der hat noch einen Bruder bei mir stehen. Hier haben wir auch so einen. Der ist tatsächlich auch gut. Sieht doch auch aus, ja, tatsächlich. Der ist von Substanz. Rentnerlader. Vernünftig. Hinterlader. Ja? Der Gigolo. Oh, hier mit Werkbank mittlerweile. Die war vorher noch nicht da. Das ist neu. Das ist alles hier von Andy, von meinem Kumpel hier. Und der war vorher auch schon so. Der hat sich nicht verändert, ne? Der hat sich nicht verändert, nein. Finde ich gerade sagen. Der steht doch genauso der wie vorher. Steht. Der bleibt auch stehen. Der steht auch noch in den nächsten 10 Jahren hier. Der Lader ist geil, aber ich kenne dann die Preise. Brauch gar nicht fragen. Den gibt auch nicht weg. Nee, ich wollte den noch gerne erstmal behalten. Den würde ich, ja, verstehe ich auch. Aber den würde ich, deswegen, ja, würde ich auch gerne. Aber auch der gehört zu der. Der hast du doch einen schönen. Der hat doch eine richtig geile Schlüpferfarbe. Wenn du Trabi-Projekte haben willst, du, ich kann die zuschmeißen. Ich hab zwei komplett zerlegte Trabis, die gar nicht mal so schlecht sind. Ja, aber der Lader gehört eher in die Kategorie 2er Fiesta. Steht ja auch 10 Jahre hier. Genau. Ja, ja. Schade. Was geht's? Jetzt weiter, jetzt kommt der nächste hier. Was kommt denn jetzt? Jetzt wird es auch noch wild. Trabis sind immer gut. Trabis und Hardbox. Oh, 1-1er, in gar nicht mal so schlecht. Nee, der ist noch relativ gut. In Gefahren, aber in nicht verfahren. Nee, warte, ich kann eine Taschenlampe anmachen. Ja. So, guck, zack, läuft. Den finde ich geil. Der war auch schon mal hier. Ich wollte gerade sagen, der stand auch letztes Mal hier noch. Der bleibt auch noch stehen. Ja, ja. Drückst du nicht drauf? Nein, da bin aber die ursprüngliche Besitzerin rausgefunden. Ja, die wohnen in Rostock. Ja? Krass. Ja. Hier, Pikachu, Alter. Pikachus Bruder. Der ist gut von der Kopf. Den haben wir aus dem Lost Place. Der ist aus dem Lost Place. Genau. Oh, der ist gar nicht mal so schlecht. Die Karosse ist top. Die Karosse hat echt nichts. Er sieht ein bisschen beschissen aus. Die einzige Stelle ist die hier. Genau, ansonsten ist der. Also ein relativ frühes Baujahr ist das, ne? Das sieht man ja an diesem Falz auch. Nee, der ist nur irgendwas in der 80er. 80er? Ja. Also da haben wir den Bürger. Hätte ich nicht gedacht. Da haben wir den Bürger. Also 88er, tatsächlich, nicht gedacht. Aber gut, Kombi-Karossen sind ja relativ. Da haben wir den Bürgermeister ausfindig gemacht. Mhm. Weil wir wollten ihn hier so rausschleppen. Nee. Und ja. Na, hat ein paar Wochen gedauert, nachher ging es noch weiter irgendwie, dann war dieses Lost Place, so eine alte Molkerei, ja, zu verkaufen. Dann hat er diese Immobilienfirma gesucht. Genau. Die angeschrieben. Ich bin so lange auf den Sack gegangen, bis du da ran durftest. Hat, überweis mir 50 Euro, nimm den Scheiß mit. Aus. Genau. Noch 50 Euro ist schon teuer gewesen. Ja, aber guck mal, der hat die moderne Achsen noch drin. Haben die komplett zerdeppert, die Kiste, ne? Ja. Komplett. Ja, als wir den das erste Mal gefunden haben. Der sah noch besser aus. Er hat Türen und Stoßstangen dran. Ja. Der hätte da drin wohnen können, bis die Besitzer geklärt sind. Ja, jetzt wir holen durften. Oh, richtig guter P60. Angefangene Resolution auch von jemandem. Ja, aber der ist gar nicht mal so übel, ne? Kann man nicht meckern. Geht nur ein bisschen drin. Neues Geweih. Aber angefangene Restauration, da bin ich voll mit durch, Alter. Wenn man so eine Karre hinstellt, so zerlegt ist, bin ich voll. Hab ich noch nie hingekriegt in meinem Leben. Werde ich auch nie hinkriegen. Weißt du, das ist auch wieder so eine. Wenn speziell jemand einen Trabi fertig machen will, genau. Genau. So, ne? Kannst du uns nennen. Aber läufst du so gute Basis. Ja. Oh, fehlt nur die Brille. Und der ist halt auch wieder geil, ne? Die sind so selten geworden. Ja. So selten. Der ist aus Hamburg. Der hat sich auch nicht verändert. Nein, der bleibt auch. Klar. Die nächsten 10 Jahre. Und den will ich auch gar nicht haben, tatsächlich. Also, du heißt nicht haben, aber das wäre jetzt nicht so mein Projekt. Aber ist halt schon geil. Und hier nochmal ein Wartburg. Ja, das Problem ist wie bei Wartburg, Rahmen kriegst du ohne Ende. Aber keine guten Karossen. Karossen. Ja. Gut, der hat aber auch ein paar Dinge, aber. Ja, ich habe auch eine, aber sonst relativ gut. Also Frontscheibe ist noch drin. Gut, sag ich mal.
Zu schade zum Wegwerfen. Beste ist der Rollwagen hier unter. Ja. Nee, eine gute Karosse ist immer. Du hast dieser Rollwagen nach der Wende an Trabis hin und her getragen. Ja, das ist unglaublich. Der kommt von der Autoverwertung wo arbeiten. Das Krasse ist halt, wie gesagt, mit diesem ganzen. Der 1-1 bin ich jetzt immer geimpft. Da habe ich jetzt einen gemacht erst. Obwohl, der läuft schon. Ne, macht seinen Job wohl. Ja, der braucht ein bisschen Farbe, ne? Sonst ist okay. Aber das haben die aber immer, dieses, weil der Lack so dünn war. Die haben die so mega dünn lackiert. Ne, geile Sammlung so auf hinten. Na gut, das ist ja halt die. Das ist halt der Hinterhof. Aber es ist. Ich würde mal sagen, die Axt hier steht ganz gut. Ich glaube, du kannst dann Geld schlechter investieren als in ja, solche Sachen. Das denke ich auch. Ja, ich meine, hier zahlt auch keine Miete, ne? Das deswegen. Seins fertig. Das gekauft, ja. So. Thema durch. Genau. Einziger Nachteil ist, müssen wir ab und an mal ein bisschen Geld reinstecken. Ja, ich muss jetzt das Dach irgendwann. Das kommt neu. Das hast du mal vor 5 Jahren aber auch schon gesagt. Das Dach muss ich jetzt noch neu machen. Also, geht alles nicht so schnell. Ja, aber ist doch nur ein, Tropfding. Lassen wir mal alles durch, ne? Ich finde den ganz geil tatsächlich. Aber der sieht nach Arbeit aus. Und ich habe Angst vor Arbeit. Ich mag keine Arbeit. Wie gesagt, wenn ihr meinen letzten Roadtrip hier sehen wolltet, wo ich was gezeigt habe, das war, glaube ich, der, wo ich mit dem Kackburg hier war, ne? Nee, noch früher, vor dem Kackburg noch. Kackburg hast du ja hier geholt. Aber jetzt, wann habe ich jetzt mal hier gefilmt? Wie lange ist das jetzt schon her? Als du den Kackburg mitgenommen hast. Als ich den Kackburg geholt habe, ne? Genau, da hattest du den P50, die blauen P50. Genau, den blauen P50, genau, wo wir gedealt haben da. Genau. Und so haben wir das gedreht, genau. Wo du eigentlich die Badewanne mitnehmen wolltest. Genau, die Badewanne war zu Rad war. Ja, da stand auch noch hier dieser alte große Kombi, wo du den Spachtel abgekratzt. Ja. Was war das für ein Ford? Schon lange her. Also das ist jetzt genau 2 Jahre. Und 2 Monate her. Das kann sein, ja. Weil, der Kackburg ist 2 Monate über den TÜV. Ja, du bist den Mittwoch hier gewesen und den Donnerstag kam Gordon nämlich zu dir. Alter, ja. Genau. Alter, das ist die Schießträchte hier. Läuft, Mann. So, komm, lass wieder den Escort reiten. Wow. Versuch den Schnee hier möglichst rauszulassen. Oh, wenn du jetzt hinter mir fährst, wirst du eine riesen Eisfläche sehen. Das ist gut. Wir mögen alle Eis. Eis heißt ja nicht abgesoffen. Ist ja trocken. Aber es ist kein Ford. Ist ein echter Mustang. Das, was jetzt kommt, das seht ihr morgen im Video. Übrigens, mir geht's genauso wie dir. Ja. Auch, ich brauche nachher auch dann. Definitiv muss ich den Bräuler an der Hämmer ausbräulen. Ja. So, ich muss erstmal meinen Akku tauschen. Und dann seht ihr gleich, wie das hier weitergeht, nach dem Video, das morgen kommt. So, das sollen wir nochmal einen Döner essen. Na gut, jetzt nehmen wir den Bus nach Hause. Das ist der Bus, wenn den Leuten nicht interessiert. Sieht immer nicht so interessiert aus. So, machen wir gleich. Was meinst du? Ich überlege, ob wir den also tatsächlich noch zur Brust nehmen. Da ist ja eigentlich nicht viel Arbeit, ne? Deswegen. Aber du weißt ja eigentlich, ich bin da gestern auch noch geklettert, hab mir drin meinen Kopf eingehauen. Eigentlich ist eigentlich kein Wort, ne? Eigentlich kein Wort. Na gut, wir können hier theoretisch den vorne in die Halle noch reinfahren. Ja, ne? Da wissen, dass wir dafür keinen Schnee unterm Arsch haben. Ja. Oder Eis. Also, ja, das macht schon Sinn. Und dann gucken wir mal. Also so wie es aussieht, ist das nur Keilriemen nachspannen. Kannst du versuchen, nicht auf die Bühne zu fahren. Gute Idee. Bühne ist eine gute Idee. Draußen die Bühne, die kann sogar hochfahren. Aber draußen ist draußen. Aber da kannst du doch noch stehen an deinem Ding. Ja, die kannst du hochfahren, die Bühne. Immer noch mit Tabletten gegen Kopfschmerzen fressen. Das tut mir Migräne veracht, Alter. Seit 2 Tagen verfolgt mich der Scheiß. Warte, keine Fernbedienung? Ach so. Ja gut, das ist oldschool. Gut, meine garantiert sich halt nicht ab. Hat nicht mal eine Wegfahrsperre, die würde gehen. Du kannst jetzt so in Robo einsteigen und losfahren. Aber ich habe mir so überlegt, wer klaut so eine Kiste? Ich liebe diese Tür. So voll ausgestattet, das Ding. Hat alles drin, aber wer klaut das? Du sagst so, oh geil, ich klau diesen Robo. Der ist auf jeden Fall hier ganz unauffällig, wenn ich das abhaue. Ich glaube, ich würde das erstmal versuchen, nicht zu starten. Oder Anlasse direkt durch. Nö, bleibt hier. So, Aufi, zurück geht's. Achso. So, wollen wir den Robo eben anschmeißen und ihn vorwärts in die Halle fahren? Wollen wir hier eben den Keilriemen tauschen? Den Keilriemen noch nachspannen. Und das hinter uns, haben wir gedacht. Dann hängen wir den aufs Ladegerät, weil wegfahren tue ich heute nicht mehr hier. Morgen Abend vielleicht oder übermorgen, müssen wir gucken. Und morgen ist der Bauernstreik. Da brauche ich nirgendwo hin, das ist eh überall Stau, weißt du?
oh, ist das kalt und es friert und alle haben locker minus 5 Grad oder so. Es friert einfach alle. Ich habe die Standheizung angemacht vom Camper hinten. Mache ich die Batterietrennung eben an. So. Oh, ich hab voll Bock auf Anspringen haben jetzt, der Hello. Voll Bock von der Kälte, Alter. Du frierst weg! Komplett! Und der Kamera-Akku kann schon wieder ab. Das macht auch schon wieder besser. Ja, die kann er nicht ab, die Kamera. Das ist furchtbar. Ah, ich mache mir die Kamera aus, weil ihr seht ja. Ich habe gerade das in der Halle, hier vorne. Ford-Halle. Er ist halt auf dem Scheißhaus. Guck mal gerade die Lage an. Die Haube abgebaut. Guck mal, Filteranlage ist schon mal sehr gut für den Robo. Ne? Kann man nicht meckern. Sieht alles ganz gut aus. Ist das Diesel da? Riecht immer nach Diesel. Perfekt. Das ist schon mal gut. Scheinwerferanlage. Mal angesickerflext. Hier seht ihr Lichtmaschine. Und die Riemenspannung. Guck mal, halt mal auf. Das ist zu wenig. Wir sind für so einen uralten Keilriemen wie den hier. Aber die ist einfach gespannt. Guck mal, du kannst die hier lösen. Die Anschraubschrauber lösen. Die anderen, dann kannst du ihn rüberziehen. Erstmal einen neuen Riemen hätten alle, wäre natürlich viel geiler. Ja, da haben wir keinen neuen Riemen. Dann wäre es mal eine richtig geile Reparatur, dann wäre es richtig viel neu. Aber ich muss noch einen Riemen bestellen, denn den können wir auch mal austauschen. Hier Bremse, alles gut. Hier noch eben Sicherungsbelegung Spezial. Sicherungskasten ist er nicht, aber wir sind ein Verbindungskasten. 1980er Baujahr, Pippenfüll ist am Start. Ich muss nur eben kurz den Kamera-Akku wechseln, weil sonst seid ihr nämlich gleich im Dunkeln. Und hier ist der neue Lichtmaschinenregler. Schön, ne? Die nächste Reparaturbaustelle, eine Sicherung von der Leiter. Hat sich hier irgendwie aufgelöst. Da hält sie noch irgendwie. Hier gar nicht. Nur mal gucken, ob das gurken kann, dass sie wieder hält. Aber egal, erstmal hier. Jetzt geht das immer hier los. Was brauche ich dafür? Knarre und Montierhebel, würde ich sagen. Jo, nach dem Montierhebel. Mehr nicht. Und dann kann ich hier wieder rausziehen und dann geht's besser. Übrigens, es ist scheiße kalt, Alter. Oh, alter Verwalter, ey. Hä? Fahrgestellnummer unter Lima. Wo? Da? Hä? Das müssen wir kurz gucken. Was ist sie denn? Haben die rangeschrieben? Oh, unter Lima. Das ist aber gar keine. Egal. Interessieren mich Sachen, aber ich war schon lange nicht mehr hier hinter. Schon sehr lange nicht mehr. Dementsprechend interessant ist das hier auch. So, Werkzeug. Das sollte man es auch nicht übertreiben. Ja, mit Spannung. Weißt du, guck mal, das ist so dünn. Ich glaube, der ist eigentlich viel dicker. Hm. Aber eigentlich Risse hat er auch nicht, ne? Nee, also das hat die mal vor mir einer neu gemacht und ich hatte genug angespannt. Ja, oh, guck mal, Schaltkopflager. Oh, da kann man ein bisschen Öl reinmachen, Alter. Das hat er auch verdient. Uha, wie sieht es im Unten denn aus? Ist halt trocken geeiert, das Ding. Siehst du das? Ja. Aber das Fett reinmachen wird auch nicht viel helfen, weil das hier, wo soll es denn hinlaufen, das Fett? Weißt du? Bei der Kälte. Der sieht gut aus hier. Der ist neu. Alter, und ich Idiot war da unten drin, hab das getauscht, weil ich hätte einfach diese scheiß zwei Dinger, die Haube abmachen können. Weißt du, wie schnell das geht mit der Haube ab und wie gut man da jetzt rankommt, so im Vergleich? Du wolltest mal ein Transformer sein, dachtest dir, ich werde zum Auto. Ich dachte, genau, mal Öl peilen müssen, weil dann müssen wir die Haube hochklappen gleich. Ja. Schöne, einfache Technik. Geil, ne? Geiles Auto, ne? Aber das ist ein original DDR-Motor hier, ja, hier. Das ist jetzt kein Deutz-Motor oder irgendwas, das ist tatsächlich, dann haben sie einfach den Diesel reingewürgt. Schön, schönes Ding. Ne? Wenn du Bock hast, kannst du ihn sogar mit einer Kurbel starten. Kannst du machen, wenn du die Kurbel hast. Das wäre ziemlich also, geil. Wenn man dein Anlasser wirklich keinen Bock mehr hat, muss du die Kurbel besorgen. Muss man eBay eine Kurbel kaufen. Aber ich glaube, die Kurbel die geht bis hier, da muss aber richtig Kraft auf. Alter Schwede. Hör bloß auf, das geht. Ja. Jetzt haben wir eine Knarre drauf und drehst. Alter, der Anlasser braucht schon 20 Jahre, den anzuwerfen. Komm, ich schmeiß den mal an. Mal gucken, die Lampe gleich ausgeht direkt. Noch ist er weiß. Weiß. Müsste aber eigentlich unterm Lader pusten. Und der Auspuff ist auch durchgerostet an dem Bogen. Also eigentlich müsste der Lader nicht direkt getroffen werden. Was meinst du? Wie stehen die Wetten? Weil egal was wir tun, der muss laufen. So, wenn ich wegfahren müsste dafür. Oberkörperfrei, Alter, bei dem Wetter. Das wird doch was. Klar. Oh, die Lampe, voll Migränekiller. Oh, Junge.
Die ist gut, ne? Jo, oh, die ist gut, lächerlich, ist super. Flattern, also ich denke mal mehr. Aber beschmier noch. Also ich habe Lampe ist direkt ausgegangen, Ladelampe. Die ist aus. Müsst du gehen? Wer wird das auch nicht gehen? Oh, wo bin ich? Das war mal. Hast du Multimeter? Das kann nachmessen. Wieder lädt. Muss ich nur diesen kleinen Flur hier rein. Die kleinen, der Flur, im Video, guck mal, der Flur aus der Hölle. Oh ja. Nehmen wir den andersrum. Hier, 60 Grad. Das ist meine Temperatur jetzt. 60 Grad wird nicht schlecht. Wäre ein bisschen sehr warm, aber sonst. Fahrenheit. Nicht Celsius. Dann geht's. Müsste irgendwie so 20 Grad sein oder was, ne? Bin ich für. Bei zentraler Heizung hier drin an. Weil hier kannst du auch nicht arbeiten, jetzt wird es knapp, es ist so kalt hier drin. Also lad auch keinen Bock jetzt. Nee. Auch im Morgen haben ein paar geblinkt. Ein paar von denen, die hier noch nicht so geschneit waren. Wir haben auch noch eins gesehen. Da liegt eins, wollen wir das nehmen? Das ist schwarz. Schwarz. Ja, wir haben noch ein Graus, aber das ist... Ist da Saft drauf? Ich hab das gleiche. Du von Topcraft, genau das habe ich auch. Hier, das habe ich mir von meinem Instagram. Ich glaube, damit gewinnst du keinen Krieg mehr. Damit gewinnst du nicht mal eine. Aber hier ist das geil. Der kann auch Drehzeit, glaube ich. Der kann alles. Ja, ich glaube, wir können ihn mal testen. Mal beide mit. Sicher, sicher. Kann gleich mal gucken, was er sagt. Wie er so lädt. Und wir Glück haben, ist es einfach am Laden und wir sind mit der Scheiße durch. Oh, ich bin heller. Interessant, ne? Wenn, währenddessen sieht man die überall nur, sieht man überall nur Nebel hier. Ja, ja, wäre geil gewesen, stimmt. Aber einer bei einem normalen Auto fährt er 10-mal hier durch. Ja, aber geht auch nur rückwärts. Mit einem Ello vielleicht auch. Aber nur vielleicht. Und das ist der Spaß nicht wert. Danke das, ja. Da sind sie alle im Urlaub damit. Hinter dem Fahrrad sitzt. Ja, genau. Ich geh mal hoch. Ich guck mal nach. Der Regler ist ja neu. Der Regler ist neu, ja. Die Verbindung, glaube ich, ist in der B der seltenste Fall, dass irgendwie ein Kabel durch ist. Der hat 14.000 gelaufen. Wo sollen die Kohlebürsten runter sein? Ach so, okay. Schnell. Ja. Kann man einen Hammer mal auf Lichtmaschine in der Hand tickern, dass sie sich hängen? Könnte ja auch eine gebrauchte Lichtmaschine gewesen sein, ne? Das weiß keiner. Weil 5 ist zu wenig. Viel zu wenig. Aber wie bin ich denn hier angekommen? Die hat immer noch 12,50 Batterie. Ich bin 2 Tage lang mit Nachtstandheizung, tagsüber Licht, weißt du, hierher gefahren. Das ist, was ich meine. Ich bin nie und nimmer hier angekommen, rechnerisch. Ich denke mal, die Lichtmaschine lädt, aber halt nicht, was sie laden soll, sondern nur diese... 12,5. Genau, ich könnte, wenn du jetzt ausmachst, ja, genau runter auf, keine Ahnung, 12 oder was. Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird immer mehr. Siehst du das? Je länger der läuft, wenn er 12,5, dann haben wir 12,3. Das kann man trennen. Und die Lichtmaschine ist so innerlich verrostet oder eingerostet, dass sie hält, ne? Was ist das, ja, wohl das hier? Ja, das ist der Trennfried hier, guck mal hier. Ist auch interessant. Was macht der denn hier? Der hat doch hier einen manuellen Schalter. Wieso sitzt der dazwischen? Was macht der? Weiß ich nicht, ich sehe nur Batterie. Muss mal hochkommen, auf die Stufe, das ist, was ich meine. Ja. Das fette Ding, siehst du das? Der Kasten? Ja. Was macht der? Wieso ist er da? Das war die nächste Frage. Warte mal. Ja, komm auch. Ja, letztes Mal, als ich eingestiegen bin, war meine Hose kaputt. Stimmt, weiß ich auch noch. So. Guck, das Ding, was macht das? Das ist ja auch. Das ist ein Trennschalter und der geht dann noch rüber. Was schaltet der denn? Der geht einfach ein paar fette Kabel irgendwann unter das Auto. Wäre da manchmal zur Winde? Mechanisch. Komisch, ja. Nee, der hat doch einen Elektroanschluss, oder nicht? Hat der?
Weiß ich nicht, kann sein. Guck mal, hier ist der Trennschalter. Hier, guck mal, wenn ich jetzt mit ändere. Jetzt wird er hier abklemmen, dann hat er auch nichts. Ja, geht er hier zwar ein bisschen höher. 12,58, dann macht er wieder ran. 12,59. Geht er wieder runter. Da sieht man, dass er die beiden Batterien lädt auf jeden Fall. Also er erkennt die. Ich glaube, wir machen den jetzt aus und es wird sich nichts ändern am Füllstand der Batterien. Alles fest. Bis da eigentlich. Naja, alles fast fest. Der ist ganz schön lose hier, ne? Alter, der ist echt kriminell lose. Könnte ich jetzt so abziehen. Lass den mal anziehen. Ja, dann müsst ihr ja trotzdem noch nehmen. Das ist die Verbindung zu der Batterie. Halt den mal hier rauf. Achso. Und das ist der Hauptminuspunkt von der Batterie. Der müsste ja trotzdem dann an den Polen ein bisschen mehr haben, aber... Ja, nicht, dass der hier das Problem ist hier. Guck mal, der ist echt locker. Alter, hast du erstmal einen 13er in der Tasche? Läuft bei dir? 13er, 10er, 8er, immer in der Tasche. So muss das sein. Und Schraubendreher. So muss das sein. Da kannst du immer die Basic-Reparaturen überall ausführen. Trabant kann ich immer reparieren, überall. Solange ich einen Arbeitsklammer bin. Das sind wir beide fest, genau. Das hier ist fest, die ist auch fest. Nichts. In der Ausgangslage ändert das nichts. Zieh unten. Zieh unten. Wenn wir mal auf den Gaspedal kommen. Los geht's. Geht noch ein bisschen ran. Nichts, ne? Wir können mal die Anschlüsse an der Lichtmaschine mal kontrollieren. Jo. Das haben wir 12,51. Ist schon wieder mehr geworden. Ja, lass mal die Lichtmaschine. Mach mal aus. Boah, das mache ich aber auf der anderen Seite. Du musst das Pedal einfach rausziehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Boah. Guck mal, wie er so leer schmelzt hier. So nach und nach. So, ist aus. So, ich habe hier noch nie den Bereich der Halle geschraubt. Hier ist der endlich mal im Finale. Aber war klar, dass ich dann kommen muss. Dass ich jetzt dann tüdeln muss. Und die Tropfsteinhöhle hier. Komm überhaupt hin? Oh, könnte problematisch werden. Ja, warte mal, dein Auto hängt an mir gerade. Ah. Da habe ich hin. Riemenspannung ist immer noch gut. Und der Riemen dreht auch nicht mehr durch, weil der Lichtmaschine ist anfest. Das ist schon mal ein guter Anfang. So. Ölig kann er. Hat er durchgespielt. Für jeden TÜV musste er in Öl werden. Wir sehen Sie nichts. Kannst du mich nicht holen? Siehst du einen Motorhalter wahrscheinlich, ne? Er hat Ölverlust mit Abtropfen, nicht wundern. Öl verlieren kann er gut. Ja, was hängt da? Oh. Hängt da was? Also die Kabel kann ich sehen, dass da was ran führt hinten, Lichtmaschine. Ist das Grünspan oder was ist das? Kann natürlich sein, ne? Also die Stecker an den Regler, ich kontrolliere mal eben, die sind genau vor meiner Nase. Die sind auf jeden Fall alle fest und der Regler ist neu. Den können wir also erstmal für den Kopf ausschließen. Der ist es, glaube ich, nicht. Muss ein Drehstecker sein, ne? Dann ist dieser eine Anschluss da, mit der 10er Mutter da. Der sieht mir ein bisschen nach Grünspan aus. Soll ich dir eine 10er Mutter geben? 10er Schlüssel geben? Kommst du denn da ran? Ich glaube, von oben kommen wir besser ran. Ja, komm mal wieder zurück ins Leben, würde ich sagen. Das ist ein guter Anfang. Kann doch sein, das ist die Plusleiter wahrscheinlich versifft. Der weiß das schon. Aber wenn man schon anguckt, der hat eine hydraulische Kupplung, Alter. Geht das? Da brauchst du auch nicht am Bein rausziehen. Ich bin die Robbe, Junge. Aber hier ist ja Platz, ne? Ja, Platz kann er. Kannst echt zum Transformer werden. Nee, kannst Sechszylinder einbauen.
Scheiß. Guck mal, ich guck nur gerade hier, guck mal, ist die Kupplung. Oder nicht? Das ist doch die Kupplung. Die hydraulische Kupplung. Alter, da hab ich auch voll viel Vertrauen drin. Scheiße. Hast du da nach? Das ist, ich würde sagen, da ist gerade ja alle Verwandte, die ganzen Dinger. Ja, da kommst du aber scheiße ran. Die Abdeckung, dann würde man besser reinkommen. Machen wir auch. Lass oben die Abdeckung aufklappen. Ich muss eh Öl peilen, das passt. Aber Alter, ich hätte mir den Ding, wenn ich es gar nicht laden würde, ne? Ich wäre hier nie angekommen. Weil, Alter, ich bin mit Scheinwerfer, Scheibenwischer und Nebelscheinwerfer gefahren. Das ist ja komisch, dass sie nicht über 12 Volt geht. Nee, nicht über 12,5. Ja. Ich glaube, mein Rekord zu Hause war 12,9. Wenn er 13,2 so um den Dreh würde ich sagen, okay. Ja. So. Das haben wir mal gesehen. An der Lichtmaschine hinten selber. Lichtmaschine hinten selber ist es. Ich kann euch das sogar zeigen. Das könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Jetzt gerade der ist schlecht. Seht ihr von hinten und da hinten seht ihr die Pole. Und jetzt ein paar Takte sind ein bisschen vergammelt alle. Oh, ich muss aber einer muss hier bleiben und sichern, Alter. Wenn du das hier runtersaust, das steckt man in der Decke eigentlich immer. Wenn du runtersaust, ist nämlich Malheur. Grande Malheur. Guck mal, wie schön man rankommt, ne? Und geht sogar ab? Ja, heißt nicht ab? Nee, die ist sogar sehr lose, muss ich sagen. Oh, das ist auch ein schlechtes. Ja, gut ist also sie war nicht so lose, dass sie jetzt direkt ohne Knarre lose machen hätte können. Aber wirklich fest und das auch nicht bezeichnet. Kontaktspray oder sowas? Ich hab nichts dabei. Ja, habe ich irgendwas da hinten. Ich würde sagen, jeden Kontakt und jeden Kontakt einmal quetschen, die ganzen Dinger wieder raufstecken mit ganz viel Kraft. So, jetzt soll ich bloß nicht gegen Masse kommen. Aber da hier abklemmen ist für den Ding ein bisschen größeres Projekt. Doch, ich könnte den Trennschalter reinmachen, dann vielleicht den großen. Der liegt links von dir. So. Ach, Standard muss trotzdem wieder laufen. Auf jeden Fall ganz schön warm, die Kabel. Das lief ja auch voll lange. 2 Minuten. 5 Minuten. So, auf jeden Fall gehen wir 2 Kabel. Aber die Kohlebüssen, die hier drin sind, ne? Ja. Also der Halter hier, der ist aber schon hardcore angegammelt. Also entweder war die Batterie gebraucht. Ja. Lichtmaschine meinst du? Meine ich ja. Ja. Und, ach guck mal, hier alle Kontakte sehen ganz schön scheiße aus. Ich hole hinten mal ein bisschen Schleifpapier. Ja. Wollen wir die mal ausbauen, ist scheiße. Aber hier, da kann man machen. Okay, da kann auch 114.000 gelaufen haben. Ne? Da kannst du vom Trabi eine Lichtmaschine nehmen, die ist genauso aufgebaut. Ja, aber die Trabi, die hat einen Regler, nur 3 Anschlüsse. Oder 4? Nee, da müsstest du vom Wartburg einnehmen mit externen Regler. Genau. Da hätten. Irgendwo liegt er nicht, ich weiß jetzt auch nicht wo. Aber wenn ich mir die Anschlüsse hier angucke. Also, ne, das kleinste Übel erstmal ausschließen. Genau. Dann haben wir eine Meinung. Alle ganz schön angegammelt da. Guck, pass mal auf, nachher hat die Solarpanel die Karre immer wieder aufgeladen. Ich überlege gerade, hier so einen kleinen Tritt mitzubringen. Das ist halt der Robo-Lifestyle. Egal was du hast, ist doch egal was ich hab, wenn ich irgendwo hinfahre, es muss auf jeden Fall irgendwo kaputt gehen. Obwohl das die Schwäche war 50-50 tatsächlich für mich, wenn ich losgefahren bin. Ich fahr trotzdem los. Der Motor läuft ja auch ohne Strom. Ja, du brauchst noch dein Ladegerät auf dem Dach. Ja, ich habe auch eins mit, ne? Normales halt. Ich würde außer dem Pulle mal anschleifen, mal drauf sprühen. Die ganzen Kontakte würde ich so die Stecker halt enger machen. Ich mit Kraft draufdrücken. Den Klemmschuh gerade abgezogen, aber das sieht auch nicht mehr so hübsch aus. Ja, mal gucken, was dann passiert. Also wenn man so schaden kann es nicht, man kann es ausschließen. Genau. Und wenn nicht, muss ich halt die Batterie komplett vollladen. Beide. Dann muss ich den nächsten Schritt. Fahr dann am Besuch nach Berlin. Ich die Kohlebürsten mal angucken wollen. Aber das ist so eine scheiß Kohlebürsten. Ja. Die nur so lose drin sind, weißt du nicht? Ja. So, da hat es ist ein Wartburg, haben wir schon so blöd gefummelt. Also die Kohlebürsten würde ich mal angucken, aber nur wenn wir einen Ersatz haben. Sonst ist es gefährlich. Aber die Kohlebürsten nämlich auseinanderfallen. Ich glaube, die gerade vorne an der Couch da irgendwo noch 2 Lichtmaschinen liegen. Dann sollten wir die vorher vergleichen, wenn wir für einen Notfall einen Plan haben. Weil wir haben im letzten Fall so ein Wartburg, war das gleiche Problem. Da hat sich eine Kohlebürste verklemmt. Und die hat nicht ausgefahren. Also die ist immer drin geblieben, die hat irgendwann nicht mehr Kontakt gesucht. Das ist so ein bisschen tatsächlich mein Verdacht auch da. Ja. Also heißt die, die lädt ja ein bisschen. Ja, auch gerne. Ami Farbspray, die kenne ich, die kannst du links kaufen.
Die kriegst du aus hier, die kriegst du aus Polen, die Dosen. Ja, also sie gehen, aber. Ja, aber die Düsen sind immer dicht. Ja, genau. Du hast sie das erste Mal rein und gleich zeigt Düsen sind dicht. Dran denken, wenn du fertig gesprüht aus dem Kopf und. Ja, ja, leer machen, sonst ist die Düse im Arsch. Was wollte ich jetzt? Eine kleine Zange. Aber die Lima kann doch älter sein. Ich kann auch mehr gelaufen haben, weil der Motor ist ja gar nicht original von dem Teil hier. Oh, der war lose. Lose ist gut. Wir mögen lose Sachen. Der close, lose hier. So, Schleifpapier, wo ist er? Da ist er. Ich weiß gar nicht, wie der Versicherungskassen von dem Ding ist. Was wieder? Gute Frage, muss ich selber jetzt überlegen. Und am Atombrett vielleicht, guck gleich mal. Ja, weil, wenn man in der Taucherbeleuchtung geht, nämlich nicht. Die gehen wir noch nie. Das wird hier irgendwo rechts sein, hier. Ja, der hat aber. Oh, der hat so einen Deckel. Ich schraub den mal ab. Geht das bei dir mit, dem, mit der Abdeckung hier, dass die nicht runtersegelt? Ich glaube, ja. Dass du nicht liegen kannst. Du wirst dir hören. Zack, Arm ab! Fahren wir in Robo ins Krankenhaus. Mit eingeklemmten Armen so. Kommt gut, wenn man nebenbei da nicht mit der Tür knallt. Sorry! Stimmt, hast du recht. Können wir da hinten losgehen. Oh, Zehner. Die ganze Scheiße aus den Kontakten hier. Ja gut, das Ding hat ja auch, ich wette mit dir, der ist nicht durchgehend gefahren. Ich glaube, der hat nur rumgestanden, der Wagen. So wie jeder Robo auch. Kein Grünspan, sieht erstaunlich gut aus, der Serienkasten. Aber man kennt sie so, ne? Gucken wir uns mal die ganzen Kontakte an. Hier finde ich ja gleich mal die Tachobeleuchtung. Sind alle heile aus. Da hat nichts zu sagen. Ich mache jetzt mal jede Sicherung raus und sauber. Hast du ein bisschen Schleifpapier für mich? Manchmal sehen die auch heil aus, da hat sich der Kopf irgendwo gelöst. Da. Geht schnell. Da war keine DDR-Sicherung mehr drin. Das ist eine neue Sicherung. Ach so, nee, das ist was anderes. Das ist nicht DDR-Ware. Ein kleiner Erfolg. Meine Tachobeleuchtung funktioniert wieder. Das heißt, ich bin jetzt viel sicherer am Straßenverkehr unterwegs, als mit meinem Suchscheinwerfer, den ich immer anmache. So, ich starte mal den Motor, warte. Guck mal, ob er jetzt lebt mit den ganzen sauberen Kontakten. So, mit, okay, warte. Ich habe das Ding nur mit dem Arm im. Halt starten? Warte, ich habe noch nie angeschlossen. Ach so, dann machen wir den mal mit laufendem Motor. Bei unserem Glück ist genau gleichbleibend. Na ja, gut, aber dann haben wir wieder eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Genau. Und als nächstes, wie gesagt, gucke ich dann mal nach der. Das ist ja nicht klar, dass wir so ein Projekt haben müssen. Nach den Kohlebürsten? Ja, du kommst doch mal damit an. Aber auch klar, oder nicht? Wir müssen den Keilriemen nachspannen. Oh, ach so, jetzt ja. Jetzt haben wir schon mal 12,2. Gut, das ist schon mal ein Anfang. Wir hatten vorhin 12,5 für dich. Ich lüge gerade ein bisschen. Ja, siehst du.
Fahrbetrieb und er lädt er anscheinend. Zwar nur ein bisschen, aber er lädt. Ja, aber es ist komisch, Mann. Also ich habe ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen, ich habe die Kohlebürsten im Kopf. Ich auch, ich habe die Kohlen sind runter. Guck mal, ich kann hier mitgucken. Bei der, sogar 13 habe ich hier gesehen. Ne? Ich habe die Kohlebürsten ein bisschen im Kopf. Ich meine, wir können ja nochmal, ah ne, jetzt ist er aus. Ist auch eine geile Konstruktion hier. Das habe ich gemacht. So. Wenn wir den, guck mal, wenn wir den jetzt hier abklären, geht er ja auch ein bisschen höher, die Batterie. Ja, genau, muss ich, wie gerade so. Eben. Der eine sieht ja gerade mit, sozusagen. Okay, jetzt muss ja die eine Lichtbeschleunigung 12,5 hat die jetzt angezeigt, die andere Batterie. Dann ist er gleich geblieben. Ich bin ja auch bei 12,5. Genau. So, also ich habe die Kohlebürsten im Kopf. Ich gucke jetzt mal, ob ich die Lichtmaschine finde. Das muss man für so eine haben. Mal schauen. Ich brauche mal den Deckel wieder drauf, da vorne. Ich habe jetzt mal die Elektrik getüdelt. Ich finde, wie gesagt, der Schalter geht jetzt wieder. Für die Taube ist aber nicht gelegt, aber... Warte, hier, guck. Da. Die geht jetzt wesentlich wieder, das ist ganz cool. Da habe ich schon Ewigkeiten drüber nachgedacht, warum die nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass die Lichtmaschine drin ist. Na gut, wir haben auch einen gebrauchten Robomotor hier schon nicht eingebaut. Der wird nicht neu gewesen sein damals. Also scheinbar lädt der, aber er lädt schlecht. Naja gut, ich kann so weiterfahren, das ist der Vorteil daran. Oder das ist so gemacht mit diesen scheiß Lichtmaschinenregler im Originalen, dass der halt nicht immer ganz frei macht. Haben wir gerade gesehen, wie er so angestiegen ist und so ab 13 Volt, einen Peak von 13 Volt hat er gerade dicht gemacht. Das ist ganz komisch. Ja, cool, oder? Die Kohlebürsten, die sind nicht. Aber eine ist schief und hängt vielleicht, eventuell. Die sind nicht verschlissener wie die anderen. Aber die, guck mal, die haben den Nachteil, die diesen festen Kontakt hier. Die kannst du nicht einfach mal so austauschen. Das sind die anderen geiler, ja? Ja, vielleicht sagst du, guck mal, siehst du, wie die eine ist schief abgeschliffen. Siehst du das? Die so ein bisschen schiefer hängt. Was daran liegt. Wir trotzdem sagen, wir bauen mal die anderen ein. Die liegen ja dran, also so sehen die jetzt eigentlich nicht verkehrt aus. Ja, nicht, dass das normal ist, dass der so komisch ganz lädt, ne? Du weißt das schon. Diesen mechanischen Lichtmaschinenregler. Ich meine, 13 muss ich mindestens bringen. Na ja, gut. Ach, so, wo habe ich das denn dann hingelegt? Ganz weit weg. Das ist wahrscheinlich irgendwo ganz anderen Ort. Ja. Wahrscheinlich hier, wo ich nicht rankomme, wo ich dachte, ja, ich lege das lieber da hin, weil ich da nicht gegenkomme. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwo einen Lappen hier brauche, begreifbar habe. Ich kann mir Ölpalmen bei dem Ding. Ich muss ja auch immer Öl gucken. Ich hab nicht mal Öl geguckt, wo ich losgefahren bin. Ich habe Öl mitgenommen. Ja, liegt hinten alles. Ja, da hast du eine riesengroße riesengroße Ölanzeige. Ja, warte mal, jetzt haben wir den. Wo ist der andere jetzt? Ja. So, das ist das Problem. Die sind nur besser, die neuen Kohlen von euch. So. Okay. Oh, da geht viel mehr. Doch, die sind nicht so runter. Siehst du das? Ja, die sind besser. Aber das müsste eigentlich auch trotzdem ausreichend sein, aber egal, wir nehmen jetzt trotzdem die und hoffe ich, dass ich die jetzt heilig hier reinkriege, ohne dass sie irgendwie wieder auseinanderfliegen. Auseinanderfliegen ist ein Problem von dieser scheiß Feder, die man braucht. Federn da drin, ja. Das ist eine Scheiße. Aber kommt euch besser ran als beim Wartbuch hier. Das Ding. Schon mal, es waren nicht die Kohlen. Ja, bei meinem bisher wenigstens noch manchmal über 13 gekommen. Ja, das liegt aber am Regler, glaube ich, Alter. Das liegt, ja. Liegt nicht an den Kohlen. Das liegt auch mit der Lampe, die ging genau gleich aus wie gerade eben. Ich meine, gut, zur Not. Ich habe sie alleine getauscht, weil der Kirche tauscht ja nicht ab. Ne, falls sie jetzt irgendwie. Ja, falls irgendwas ist, ne? Genau. So. Ja, würde ich auch sagen. Aber das wird am Regler liegen. Jetzt ist er bei 12,4. Kann man den Regler einstellen? Da ist eine Schraube drauf. Oder hat der Regler Fett drin? Das ist ja. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist ein mechanischer Regler. Aber wenn die Mechanik keinen Bock hat, ich kenne viele, die Dinger umbauen und andere Regler. Das geht, glaube ich, so nicht ab, Alter. Mit dem Schraubendreher, glaube ich, sowieso nicht. Mit dem Schraubendreher kriegst du. Doch! Ho! Und ich kriege den Schraubenzieher, der ist in Ordnung. Ja, das war ja so eine Markierung. Geiles Gerät. War, so nach dem Motto. Vielleicht kann man die ja einstellen, die Scheiße. Ja, ich glaube, da war einfach nur so ein Magnetspule. Und fertig. Das war's. Gucken. Zwei Magnetspulen, okay. Und zwei Schrauben.
blau angetüncht. Komisch. Da haben meine Akkus nicht gerade die beste Kapazität hier. Deswegen nur kurz, wir sind gerade auf dem Ostschrottplatz unterwegs und suchen mal einen anderen schrottigen Laderegler von einer anderen Karre, von Wartburg oder so, und gucken mal, ob wir den einfach dafür nehmen, ob der besser ist als mein nagelneuer. Das neue Teil aber Schrott war. Hast du was? Da hat zwei Motorhauben, der Wagen. Hey, schick! Geiles neues Design, Mann! Und die Lampe ist auch da, die ist irgendwo da drin. Innenbeleuchtung. Ach du Scheiße. Oh, Trabi-Heckklappe ist auch noch drauf. Wie die immer angepinselt haben, die Dinger, ne? Ja. Wieder wollte individuell sein, ne? Oh, die ist auch gut. Oh, Wappo-Logo ist noch drauf. Warte, ich halt ihm meinen Ärmel auf. Standheizung hat er aber. Ja, ja, der sieht auch neuwertig aus. Der sieht doch richtig gut aus. Junge! Das wird mein Schraubendreher gar nicht keinen Bock drauf haben. Erstaunlicherweise, ja. Ich glaube aber nicht, dass der Fehler ist, Alter. Weil die Lichtmaschinenwarnleuchte ausgegangen ist. Die ist ausgegangen? Ja, ist ausgegangen. Weißt du, was ich meine? Aber schau trotzdem mal an, mal gucken, was passiert. Das ist schon gut zu wissen. Aber scheinbar funktioniert die Scheiße irgendwie ein bisschen anders. Ja, ich müsste mal den. Ich müsste mal einen anderen Laderegler besorgen. Den richtigen, besser den modernen dafür. Da gibt es sicherlich eine moderne Nachbauvariante. Wahrscheinlich. Eine bessere Nachbauvariante. Aber geil, dass der alte von dem Kack-Wapo genauso funktioniert wie meiner. Ist cool. Also scheinbar ist er gar nicht kaputt. Leuchte mal, ich hoffe, ich selber leuchte hier. Leuchte, jo. Die Lampe ist ja aus, ja. Das war schon mal viel wert. Das ist schon mal ein Anfang. Aber wir kriegen ja Masse darüber, weißt du? Das ist immer mein Gedanke. Wenn der Vega-Strom kriegt, er irgendwo mit der zweiten Schraube. Oder hat hier so verlassen? Ist ja gut, question. Wahrscheinlich ist der beim Ansprung runtergefallen, der Scheife. Das ganze Ding so wackelt. Nee, die hab ich. Das haben wir mal Masse gegengebunden. Nächster Versuch. Geht los. 3, 2, 1. So, neue Theorie, haben wir einen Laderegler gefunden in irgendeiner Kiste, der anders aussieht, aber der hat die gleichen Kennzeichnungen und die gleichen Stecker. Der Laderegler aus dem anderen Wartburg ist raus. Meiner funktioniert besser, aber aus irgendwelchen Gründen auch immer schafft meiner mehr Ladestrom als der von der anderen alten Wartburg, aber irgendwie auch zu wenig. Ich will mal gucken, ob der funktioniert. Also momentan ist der Verdacht auf Laderegler irgendwie nicht ganz so easy hier, die Nummer. Das brauchen wir nicht. Das ist der andere Regler jetzt. Genau. Ich weiß gar nicht, wo der stammt. Ich weiß, das ist eine ältere Version davon. Ja, das ist von alten Wartburg. Alter Wartburg, aber der hat ja 12 Volt gehabt. Nee, 12 Volt Gleichstrom, ja. Okay, also okay. Nicht 3 11er oder so. 3 12er? Ja, 3 12er. Kann sein, ja. Ah, wir gucken einfach mal. Aber komisch, weil der im Kackbogen nicht Probleme gemacht hat und so, ne? Weil die gleiche Technik ist. Aber egal, mal gucken, was man jetzt. Ich mach Zündung an, Lampe geht schon mal an, das ist ein gutes Zeichen. Ja. So. Ist alles fertig? Ja. Das ist der Anlasser, der ist nicht so der Beste.
Oder mal eine Schraube reindrehen, ins Blech vielleicht. Ja, das machen wir auch noch. Oder vielleicht die Messe übers Blech zieht, glaube ich aber nicht. Weil der ja. Dann würde der ja keinen D-Minus haben, weißt du? Als Stecker. Würde ja keinen Sinn machen. Was ein komisches Ding, Mann. Das ist ja unglaublich. Na gut, andererseits, vielleicht braucht der Regler auch Masse. Ne? Und die Wasser wird dann nur zum Wegmuschen rein. Ich mach ihn doch hier fest. Dem Loch. Ja, komm ich nicht mehr an. Ach so, das ist nicht lang genug. Okay, aber den habe ich jetzt nicht gesehen. Das sah ein bisschen so aus. Gruselig, ne? Aber mittlerweile glauben wir, dass der Regler funktioniert, der Lichtmaschinenregler. Und dass da einfach nur bei Bedarf auf und zu macht. Wir haben gerade jetzt gegoogelt, wie das funktioniert. Ja, und wie das gemacht ist, ne? Trennschalter im Regler. Genau, der kann nur laden und nicht laden. Der kann die Batterie verbinden und trennen. Und ich denke mal, weil die Batterie jetzt einfach mal voll ist, dass wir deswegen einfach keine Ladestange reinladen. Deswegen machen wir gerade die. Deswegen haben wir so ein Schieben, wir machen einfach mal alles an Licht an dem Ding, was geht. Ja. Komplett. Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wir haben jetzt Kohlebürsten getauscht, wir haben den Regler jetzt zweimal getauscht, Kabel sehen alle gut aus, Kontakte sauber gemacht. Nein, das ist schon komisch. Finde ich auch, Alter. Ja. Der Kasten hat auch nichts zu sagen, wie gesagt. Das kann sonst. Ich kann mir auch noch nicht mehr vorstellen, Mann. Ohne Scheiß jetzt. So. Achso, die Kabelfarben noch im Kopf, wo ist? Kabelfarben, ja, das ist ein Licht gerade. Warte, Lichtmann, der kommt. So. Ah, scheint er fast besser als ich, ne? Okay. Ich hab verstanden. Bin schon wieder weg. Ist die Bremsspannung jetzt immer noch gut? So, jetzt wollen wir den anderen Regler, ich mach alles so schön drauf. Geht die Scheibenanlage eigentlich? Achtung, nicht, dass sie abspritzt. Nur die geht nicht mehr. Die Pumpe lief nicht, ne? Nee. Die hat sich auch schon den Arsch gemacht wieder selber, die Scheiße. So, der Weiße war in der Mitte. Mittlerweile habe ich die Kabel so oft getauscht, ne? Dass ich schon aus dem Kopf weiß, wo die angeschlossen sind. Ja, das ist gruselig. So, rein mal am Pumpe fummeln hier. Geht's jetzt? Schau mal, die Kiste so. Ja, die ist im Arsch. Ja? Hat die gelaufen? Cool, dann ist alles heile. Oh, das denn? Guck mal. Ich hab noch was gefunden, Alter. Das ist ein Kabel, richtig heiß. Das hier, guck mal, die Verbindung hier. Das ist total im Arsch. Pass mal ganz links an, nur kurz antippen. Mhm. Au! Ja, da haut was nicht hin. Was ist denn das? Immer abziehen, dass das ausgeht. Oh, alles. Das ist nicht gesund. Das ist einfach mal alles. Das Licht, das Last drauf. Das ist irgendwie eine Hauptleitung. Wo geht die denn überhaupt hin? Das höre ich gerade. Es hält nicht mehr Lichtmaschine zusammen, glaube ich nicht, ne? Oh, schön den Daumen jetzt verbrutzt. Also den Abdruck. Das, und ich sage, fass nicht so richtig an. Tipp nur mal. Guck nur eben. Na gut, wir haben alle Verbraucher gleichzeitig an. Was wollen wir erwarten, so, ne? Ja, aber trotzdem so heiß. Ja. Ist das schon das Plastik da weg? Professionell. Schon komisch. Hab wieder eingesteckt. Ja, ich glaube, das ist wirklich, also das ist jetzt der Alles-Modus, ne? Aber ich habe ja auch alle Verbraucher an bei dem Teil. Was hat die Batterie? 12, ja, jetzt auf 12.1, als wir das Kabel hatten, wurde wieder auf 12.3. Ja, die Batterie ist halt ziemlich gut. Ich glaube, die kriegen wir so nicht leer genudelt, Alter. Die geht hier so ein Sicherungskasten auf jeden Fall. Ja. Na gut, ist auch Hauptplus. Wird irgendwas warm? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wandert der in den Relais rein irgendwo. Ja, ist natürlich klar, für die alten Verbindungen hier ist es Mord, was ich gerade mache, ne? Alles, was geht an Verbrauchern an bei dem Teil. So heiß. Wir gehen da rüber. Wahrscheinlich hier rein. Wie, das geht in den Regler? Weiß ich noch nicht. Also auf jeden Fall gehen die Kabel hier rüber, aber die sind alle verkleidet. Siehst du?
Also quasi da. Nicht mal, stimmt! Ja, ist eine Hauptplusleitung! Ich finde die allgemein sehr dünn, die Hauptplusleitung, finde ich, für so einen Lichtmaschine-Ausgang. Macht der Daumen? Dem ist wärmer als mir. Hat sich ja keine mittlerweile gewöhnt, ne? Irgendwie, ne? Ja. Irgendwie ist das. Du, wollen wir es einfach lassen? Und sagen, es funktioniert? Ja, wir testen es jetzt mal, ne? Ja, ja. Eine Minute vielleicht, er ist schon fast auf 12 runter. Okay, wollen wir dann gleich noch keinen Großbrand hier kriegen, weil das Kabel uns wegschmort? Ja, irgendwo sind hier ein paar Feuerlöscher. Da bin ich ja beruhigt. Fahr ich mit denen nach Hause, das ist eine gute Idee. Wäre gar nicht mal so beschissen bei dir. Kann ich machen. Ja. Und dann verkaufe ich den und kaufe davon 80 andere Robos. Ja. Unter anderem denen. Dann kann ich mal richtig einen ordentlichen Funkkoffer leisten. Oh. Hier mit Schmetterlingsaufbau. Ja, ja, genau, den guten. Ja. Der voll geil, oder nicht? Aber ich glaube, dass der hier besser isoliert ist als der Schmetterlingskoffer, glaube ich. Aber sieht halt besser aus. Das sieht halt mega scheiße aus, das Ding. Auch wenn es gut funktioniert. Aber Alter, du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht geladen hat. Der muss geladen haben auf dem Weg hierher. Weil sonst wäre das jetzt schon lange aus. Können wir hier demonstrieren? Ja, wir können das zeigen, genau. Was wir gelernt haben. Demonstrieren. Das ist der alte von dem Wartburg vom Frappplatz hier. Ja, lesen bildet, ne? So, und zwar, wenn er lädt, hier ist dieser Kontaktschalter. Warte mal. Haben wir von Scheinwerfer das Ding? Das ist gerade das Licht. So, achso, mein Akku ist ja fast leer, warte. Ja, der geht aufzublicken. So, dann haben wir hier diesen Kontaktschalter. Ne? Auf beiden Seiten. Hier. Hier. So, und wenn er lädt, müsste das geschlossen sein, wenn die Batterie voll ist, zieht diese Spule den hier ab. Dann lädt er nämlich gar nicht. Dann lädt er nicht, so wie ich das jetzt gelesen habe. So, und deswegen wird er wahrscheinlich jetzt gerade nicht laden, weil deine Batterien einfach voll sind. Genau, ja gut, das wäre natürlich auch ein Ding. Aber du kennst ja vom modernen Auto, kennst das ja eigentlich, so, der lädt eigentlich immer. Eigentlich ja, ne? Der hat ja auch nicht mehr so einen Regler drin. Ja, genau. Der macht ja aus und an, sozusagen. Mehr kennt er nicht, er kennt nur 1 und 0. So, dann lass mal testen. Okay. Das mache ich mal ein paar Wieskörper nervig hier aus. So. Ganz schön Disco-Rhythmus. So, jetzt noch 12, 5, 12, 6. Ja, jetzt mache ich Licht aus. Warnblinker aus. Muss ja nicht gleich alles normal sein bei dir. Na, jetzt ist auch 12, 10, 12, 20. 12, 3 wahrscheinlich jetzt? Ja, fast. Ja, 12, 3. Ja, wie vorher. Ja, egal, ich mache da mal an. Das ist jetzt heiß, aber ich bin ja mal. Hast du gesehen? Ja, er muss ja passen, sonst wird die Lampe ja nicht ausgehen. Nein, jetzt wird immer das, weil diese internen Regler bei den Maschinen, die halten ihn allgemein immer so auf 14 Volt wegen dieser Bordspannung, auch wenn du hier, ne, damit diese die ganzen, was da angeschlossen ist, halt nicht immer dieses ganze Spannungswechsel haben. So, jetzt kommt meine Frage an alle Robo-Experten. Echt? Ja. Fakt ist jetzt, ich werde so weiterfahren. Geht ja gar nicht anders. Ja, ich bin der Meinung, das ist auch diese Theorie, die erfüllt sich. Genau. Halt. Anderer Fakt ist, wir schalten nachher bei der Batterien zusammen und machen ein Ladegerät dran. Das heißt, wenn ich jetzt über Nacht hier bin, ist sowieso den Bock voll. Ne? Sicher, sicher. Ne? Aber ich glaube, dass das so muss. Auch wenn es doof klingt. Sonst hätte ich keine Ahnung, was dieser Schalter hier zu sagen hat. Ja, ich kenn's. Und wie gesagt, genau. Ich habe ja gelesen, da stand ja direkt der erste Satz schon, dieser Schalter ist dafür da, dass die Batterie getrennt oder verbunden wird. Genau. So. Ist ja ein Regler. Richtig. Ist ja logisch. Ne? Der sagt immer nur 1 oder 0. Wir kennen ihn nicht. Genau. Aber pass auf, das Ding daran ist aber jetzt, warum?
an alle, die sich auskennen damit. Und gibt es einen besseren Regler für dieses Auto? Ich habe gelesen, es soll so Bosch-Regler gehen, die man nachrüsten kann. Also ich kenne nur den und den, den wir vorhin hier hatten. Ja, ja, genau, die kenne ich auch nur. Aber ich kann mit dir wetten, es gibt auch externe Regler, die du nachrüsten kannst. So moderne Regler oder modernere, mit denen du das anfälliger machen kannst. Weil was ich mich gelesen habe, ist, dass die Dinger dauerhaft in den Arsch gehen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die beiden sind kaputt. Der hier hat kurz was gemacht und diese macht gar nichts. Obwohl wir es aber auch nicht genau sagen können, weil deine Batterie ja immer noch voll ist. Ja, aber die Lampe ging nicht aus. Die Ladelampe geht aus. Nee, deine Stromkreis wieder geschlossen da. Dann, ne? Ja, ja, dann sind die hinüber. Das erkennt, das sind hinüber. Ne? Deswegen. Aber bin mir relativ sicher. Ja, nee, der hat nur kurz funktioniert, dieser hier. Der geht jetzt auch nicht mehr. Ne? Nein, das wird schon so seine Richtigkeit haben. Ich glaube, dass das so muss. Weil wir haben jetzt alles kontrolliert. Ne? Also wir haben, wie gesagt, Kabel, Anschlüsse. Ja, und vor allem, wir fahren, ja. Machen Zündung an, Batterielampe geht an, wir starten den Motor, Batterielampe geht in einer gewissen Zeit, ein paar Sekunden, sieht auch, wie man ansteigt, ja. Vom Ladedingsen her, ja. Und dann geht die irgendwann aus. Ja, und dann hat er seinen Ladestrom erreicht, dann ist er zufrieden. Ich glaube, wir machen uns gerade nur verrückt, weil wir wirklich eine Ladeanzeige haben. Genau. Und normalerweise sitzt du drin, Lampe geht aus, gut. Genau, fertig ist, ja, ich glaube auch. Genau das glaube ich auch. Ich glaube, dass die moderne Technik, die wir da eingebaut habe, wie ich ein Solarding einlegen muss, dass das hier einen verrückt macht. Genau. Und Multimeter auch. Aber jetzt haben wir einmal alles kontrolliert. Wir wissen, es funktioniert alles. Wir haben andere Kohlen eingebaut. Für den Fall der Fälle, die alten Kohlen habe ich dabei. Wenn alles schief geht mit den Kohlen. Genau. Ja, egal, ich weiß auch nicht. Das wird richtig sein. Warum sollte der jetzt kaputt sein? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist so, wie ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen einfach nur Keilriemen nachspannen. Weißt du jetzt, ne? Und jetzt springen die Lichtmaschine früher an, das geht so weiter. Wir hatten einen schönen Abend. Schön kalt. Ein bisschen geschraubt, ja. Aber wir haben beide weit über die Karre gelernt. Das stimmt wohl, ja. Also ich wusste darüber vor allem, ich muss mich ja vorher nicht damit beschäftigen, hat bisher mal funktioniert. Aber wird sich dieser Umweg, wie wir es herausgefunden haben, über Wartburg. Ja, über Wartburg. Weil das ist ja nun mal die gleiche Lichtmaschine, die der Wartburg hat. Und der das gleiche, ist der gleiche Scheiß. Die gleiche Regler, die der Wartburg hat. Und der von Trabi, die von Trabi passt übrigens auch rein. Aber von Trabi müssen wir die Riemenscheibe umbauen. Ach so, ja. Das, ne? Ja, das hätte ein bisschen fummelig werden können. So. Ja, und müssen wir auch gucken mit dem internen Regler. Und ich wette mit dir, wir bauen die Scheiße da ein. Und das ist genau wie jetzt. Ich meine, hätte die einen internen Regler, könnte ich wetten, die würde ganz anders arbeiten. Ja. Das schätze ich ja auch. Also wenn man sich wirklich die Mühe mal von Treibhebel-Lichtmaschine einbaut. Theoretisch müssen ja nur die beiden Kabel, die jetzt... Genau, die beiden da weg. Fertig. Und dann da ran. Also an den internen... Genau, du brauchst mal Erregerstrom und du brauchst mal Masse. Müsste ich mal nochmal genau gucken, wie das genau ging, aber... Jetzt sind die anderen Scheiße dann weg. Aber was ich auch noch mir denken könnte, ist, dieser externe Regler, den gab es nicht lange beim Ello, ne? Den haben die nicht immer gehabt. Später haben die gekriegt mit eingebauten das Regler. Weiß ich, also Ello habe ich jetzt das, nicht... Das habe ich ja gegoogelt. Ich weiß, was ich beim Kacken momentan immer so alles mache. Ich google das. Deswegen hast du vorhin so lange gebraucht. Ja, ich recherchiere beim Kacken. Ich bin der Kack-Recherchierer. Guck mal, die sitzt jetzt fest, die dreht nicht mehr durch, wenn ich sie drehen kann. Das ist okay. Ist alles schon seine Richtigkeit. Ich glaube ja. Und wir haben, gut, Eingewinn haben wir. Ich habe herausgefunden, wenn man die Heizung umschaltet beim Motor. Ja, es ist eine Heizung, wusste ich nicht, okay? Die ganzen Typen, die jetzt sich für meine Kommentare steinigen, woher soll ich das wissen? Ich habe nicht meine Anleitung für die Karre. Habe ich gerade nur das Zufall im Internet gefunden. Übrigens, das Kabel jetzt sehr kalt, ne? Hä? Ja, wir haben auch so viel Last drauf gemacht, ne? Der hat hier da oben so einen kleinen Schalter mit einer Feder. Weil da, seht ihr? Das lange Ding da. Und die Feder, die war abgeflipst. Und deswegen hat die Heizung nicht ganz aufgemacht bei dem Ding. Glaube ich wenigstens. So, lass mal gucken, ob jetzt hier eine Steckdose wirklich ist. Dabei sich aus. Die Windesteckdose, diese kleine wahrscheinlich, für diese Dingsenlampen. Ja. Nee, oder? Doch, das obere da. Das typische DDR-Steckdose. Ich habe noch keine entdeckt. Ach, da ist der Kasten, da ist die doch, stimmt, ja, das ist die. Ah ja, hier kommen, guck mal, die beiden Lüschbündel, wenn der kalt ist. Ich dachte, du kannst das Bremslicht ausschalten. Siehst du das, hier kommt ein Schalter. Ich weiß gar nicht, wo du gerade bist. Da unten, eine Platine drin, siehst du das? Ach so, aha. Das ist ein Schalter, das hier. Guck. Ja, 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 ich sehe. Das, warte. Aus, ja, ja. An. Ja, das ist ein MVA-Auto, ne? Und oben sind die Lüwendeln. Na, ist ja kalt. Man hört sie überhaupt nicht. Die Dinger da oben sind Widerstände. Er voll am Frieren. Wie kommst du darauf? Ja, ist auch mega kalt geworden. Das haben wir jetzt, wenn du die ganze Zeit hier stehst, ne? Haben wir jetzt, warte, ich komm hier. Es ist zurück. Ich war gerade noch raus. Zumal, weil wir jetzt gerade wieder in die Ruhephase kommen. Wir haben jetzt in Güstrow minus 2 Grad. Ist nice. Minus 3 Grad.
Lecker. Aber hier drin ist Plus, es zaut ja hier. Ja, ich stehe nicht immer vor. Okay, aber ich würde sagen, ich habe einiges gelernt jetzt. Also war an sich eine ganz geile Nummer. Theoretisch könntest du, na ja gut, jetzt hast du abgesagt, aber jetzt hättest du noch ein Stream. Wir hätten Stream machen können, ja. Ja, ja gut, bis die Karre draußen ist, ich da drin bin, den Laptop hochgefahren habe, alles angeschlossen habe, weißt du selber. Mhm. Na, ich würde sagen, dann lass uns den Scheiß zusammenbauen. Aber das Gute ist, jetzt weiß ich, dass die beiden da nicht funktionieren. Das ist gut zu wissen, ja. Kann ich gleich Schrott hauen. Ja, ich weiß aber auch nicht, Alter. Ach, die schmeiß ich weg. Schwer. Aber auf jeden Fall, wenn wir einige Kommentare haben von Leuten, die Ahnung davon haben. Wir haben halt keinen Plan. Ich habe noch nie mit sowas gearbeitet. Ich habe auch noch nie geschraubt. Klar, die Lichtmaschine, die ist irgendwo bekannt vom Wartburg halt. Na, da geht die aber immer. Aber genau, Wartburg hast du ja im Prinzip ja auch nur deine... obwohl beim Wartburg, wenn die an ist, dann geht sie auch in der Regel so 13. Obwohl, im Stand ist sie auch nur bei 12 irgendwas. Ja, wie beim Trabi. So, ja, deswegen. Deshalb. Eigentlich machen wir uns, glaube ich, nur eine Platte wegen dieser blöden Anzeige da oben. Ja, die Platte ist das Problem. Klebt die auch mal zu, Mann. Nee, ich glaube auch nicht, dass er das schafft, die Karre 100% aufzuladen, 100%. Du müsstest mal während der Fahrt drauf achten. Ja. Während der Fahrt und wenn du nur mit Multimeter daneben klemmst. Nee, ich bin noch relativ sicher, dass hier diese kleine Lichtmaschine es nicht schafft, diese beiden großen Batterien vollzuladen. Komplett. Glaube ich nicht. Das packt die, glaube ich, nicht. Braucht länger, ja. Ich habe die noch nie unterhalb voll gehabt, laut der Anzeige da oben. Nein. Das ist ein verschmolzenes Scheiß hier. Aber die ist hier kalt. Hier, aber es ist auch wieder heile. Ja. Hat sich wieder repariert. Nee, deswegen. Also es wird alles in Richtigkeit haben. Ich glaube auch. Aber lieber so, ne? Ja, lieber, Alter, ich will... Jetzt haben wir es einmal kontrolliert. Alter, ich fahre auch locker. Also ich bin jetzt ja schon... Da bin ich jetzt gefahren mit den ganzen Umwegen, 500 Kilometer. Guck mal, ich muss noch über 1000. Läuft. Ist schon gut, dass wir das im Blick haben. Ja. So, jetzt will ich mal eben Öl peilen bei dem Ding, weil Justin, guck mal, das ist drin. Justin, Alter. Fast das gleiche. Hast du manchmal aber auch schon gehabt, ne? Nee. Justin hat einen Trichter nämlich hier, weil ich komme nämlich sonst gar nicht da dran. Übrigens, Da ist der Masterpunkt, den wir gesucht haben. Da vorne, guck. Siehste. Ist schon ein geiles Auto. Ich feiere das Ding. Je länger ich den fahre, umso mehr weiß ich den zu schätzen. Nö, ist doch schön. Wo ich losgefahren bin, aber ich fährt scheiße, was da für eine Kacke ist, ne? Konnte ich mal im Ello basteln, hatte ich sonst auch nie die Gelegenheit. Aber das Einzige, was ich wirklich an dem Auto wirklich nicht gut finde, ist, wieso zum Teufel hat er keine Lenkunterstützung? Das habe ich nicht verstanden. Das ist halt ein Kraftfahrzeug. Ja. Für Kraft. Ja, ist auch ein Militärfahrzeug hin und her, aber guck mal hier, das wird das Fahrzeug so viel besser machen. Wenn du den kannst du ja, den musst du ja echt, da kann meine Frau konnte nicht fahren, die wird sterben. Schon. Ja, 80 gab es aber schon. Das war damals nicht wichtig. Und W50 hat er auch eine Lenkunterstützung. Ja, der ist auch ein bisschen größer. Ne? Das ist das Ding. Stell dir jetzt mal vor, du fährst mit dem Ding in ein Schlammloch rein und willst da jetzt rausfahren aus dem Schlammloch. Im Stand musst du aber vorher einlenken. Den kannst du ja gar nicht im Stand lenken. Nee. Nicht einfach so, sagen wir es mal so. Nee. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe auch noch nie ein Ello mit Servo gesehen, tatsächlich. Nee, das ist einfach nur wieder so ein wartungsaufwendiges Teil, das sie lieber weggelassen haben. Na gut, kostet auch Geld, die wollen ja möglichst billig haben, die Karren, glaube ich. Gut, dann würde ich mal sagen, übrigens, hier sieht man auch, LO, Ottomotor, ne? Benziner ursprünglich. Ne, wenn man jetzt hier reinguckt, seht ihr immer, da ist ein Dieselmotor drin. Nur noch mal eben abschließend. Ich fahre jetzt mal Öl, dann bauen wir den Scheiß zusammen. Und dann haben wir auch die Schnauze voll von irgendwelchen Schrauben und irgendwelcher Kälte. Nur von der Kälte. Geht erstmal in die Bude rein, die wird schon durchaus so wärmen. Aber wartet nur jetzt den Trichter und dann geht's los. Erstmal gucken, ob da Öl drauf fällt. Alter, nachher braucht er gar kein Öl. Pass mal auf. Wer weiß das schon? So, Ello ist wieder draußen. Ich habe es mit Sikaflex bei der Leiter repariert. Mal gucken, ob die hält. Scheiße, ich dachte, ich hatte eine Kabeltrommel mit. Jetzt, Pat, müssen wir dran lachen bis zum nächsten Treffen. Das ist ganz wichtig. Das ist so erkennen die beiden sich dann wieder, weißt du? Wenn die sich wieder sehen. Da ist der Lader dran. Also mal gucken, was eine Anhänger kommt, wenn sie kriegt für das Ding. Ja. Dafür noch geil, schon mal ein Anhänger da drin davon mit einem Kübel drauf. Das wäre das ultimative Gespann. Ja, dann müssen wir den Trailer aber auch noch grün. Nee, den brauche ich für die Firma, den kann ich nicht grün machen. Mein alter Trailer, den hatte der so tief war, dass mein Opa reingefahren, weil er so schwer zu sehen war. Deswegen, der neue ist ein bisschen höher. Kommt wieder die hellste Bildqualität hier? Ja, haben wir schon. Es fehlt nur noch Michi hier. Das ist vorbei. So, frisch die Haare gewaschen. Jetzt bin ich auch wieder mit der Haare auf dem aktuellen Stand. Also Körperpflege, auch wenn es komisch klingt, hier im Camper, das geht wohl. Da müssen wir noch scheiß Wanne. Jetzt habe ich ja ganz viele Handtücher in Blau. Guck.
alle möglichen Farben, aber nur blau. Ja, das mache ich jetzt. Ich habe jetzt den Camper tatsächlich hier nicht an Landstrom angeschlossen. Ich habe die Möglichkeit, den auch an Landstrom anzuschließen, dass ich dann sozusagen auch die normale Lampe benutzen kann, weil ich habe hier nämlich gerade Stecker, Strom dran. Ich habe jetzt einfach das Ding ans Ladegerät gehangen. Also die beide Batterien zusammengekoppelt, Ladegerät angeschlossen, für das hier in der Tasche gehabt, für das hier Dingsladegerät, hier für das hier Batterieladegerät, was ich habe, damit das Schein vollgeladen wird. Das mit einem Regler scheint so zu sein, wie es ist, weil ich wäre hier niemals mit 2 Tagen Camping, bei Dauerregen mit Scheibenwischer und so, mit zigmal Kaltstart und so, ich wäre niemals mit dem Ding angekommen, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich hier keine Ladeleistung gehabt hätte. Definitiv nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen fahre ich jetzt so weiter wie bisher. Wir haben alles probiert. Es wird nicht besser. Es wird immer so bleiben. Da ist andere Kohlen drin. Bessere Kohlen. Eine Lichtmaschine für den Fall der Fälle. Die einen habe ich mal mitgenommen, was alles schief geht. Ja, jetzt bin ich halt hier und jetzt mache ich halt Homeoffice, zu sagen so. Wir haben jetzt 22 Uhr und ich mache das. Da. Darf ich vorstellen? Das ist der Untergang. Einmal geholt. Und wenn der fertig ist, kommt The Fast and the Furious. Diese Fast Two Furious. Ich habe da hinten ein paar andere DVDs liegen, die ich geholt habe tatsächlich. Ich habe glaube ich so 5 geholt oder so. War so meine Idee. Also das heißt, mein Arm wird noch lang. Ich habe noch einiges zu tun hier. Mal so entspannen. Ich verabschiede mich von euch für heute für dieses Video, weil ich brauche aus der SD-Karte für die Kamera, für den Scheiß jetzt schneiden. Ja, ich werde mich den Bauernprotesten, glaube ich, anschließen. Werde morgen kein Video hochladen. 8.1. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen dann. Seht das so, von meiner Seite aus, ist sozusagen mein Protest gegen die LKW-Maut. Weil das ist auch für mich absolut geschäftsschädigend. Und die Scheiße sollen sie mal lassen. Sonst ist Problem für mich. Ja, dann habe ich noch für Dienstag ein Video. Und spätestens dann brauche ich Internet zum Hochladen. Weil nämlich hier Dustin, der hat hier alles, aber kein WLAN. Das könnte ein Problem werden. Aber naja, Probleme sind da, damit sie gelöst werden. Ne? Ich muss ja mal gucken, ob meine mobilen Daten für Software sogar reichen würden, weil ich das vom Handy hochladen kann. Und ich könnte die Dateien auf mein Handy ziehen und vom Handy vielleicht dann hochladen. Mein Handy hat dafür gar nicht genug Speicher. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Wahrscheinlich werde ich es einfach mit dem Handy verbinden, das Ding, und gucken, was passiert. Gut, Freunde, schönen Abend euch. Bis morgen. Morgen geht es übrigens weiter im Abenteuer Güstrow. Einmal für die Schrottplatz-Tour hier, die wir hier gedreht haben. Wird übrigens ziemlich wild, weil ziemlich zugeschneiter DDR-Schrottplatz mit Trabis und in allen möglichen Zuständen. Und hier... Ja, die Videos danach, die werden auch noch ein bisschen Ost-Content. Wir fahren noch 4 Müllkuhlen an, also wo nach der DDR Sachen passiert sind, worüber keiner redet und keiner stolz drauf ist, aber wir zeigen das hier. Und danach fahren wir noch zu einer riesengroßen Lost Place-Kaserne der NVA, wo die riesengroß und noch ganz viel drin sein soll. Also seid gespannt, ich bin es selber auch. Das sind meine, dafür richtig cool. Ich nehme euch mit. Ne, ich sage mir genug Zeitblase für die nächsten Wochen, weil das kann nur cooler Scheiß werden. Und ich würde mal sagen, ja, munter. Bis dann. Nicht eilen lassen. Ciao. Achso, und Robo, es bleibt alles so, wie es hier ist. Munter.